Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, ich lasse mein Auto folieren. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Ja, und dann fahren wir jetzt hier zu dem von Max Speedshop bekannten Autofolierer Michael Wagenlöhner. Der zeigt mir in diesem Video aus seiner Autosammlung. Ich zeige euch so den Weg dahin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Guckt gerne unten in die Videobeschreibung. Da sind alle Produkte, das mit meiner Kameras verlinkt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und gerne liken, abonnieren und keine Ahnung was. Viel Spaß. Wir sind gleich da. Das sieht wirklich aus wie im Fernsehen. Hoffentlich ist es auch da. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Angekommen, wie ihr sehen könnt. Moin. Ich bin jetzt beim originalen Michael Wagenlöhner, den ihr von Max Speedshop kennt. Genau. Ja, und ich darf jetzt hier mal so ein bisschen was zeigen. Das Problem ist natürlich Datenschutz. Ich zeige jetzt hier mal die Druckerei. Na, hier sind zum Glück keine Firmenaufkleber oder Firmenlogos, sonst könnte es Ärger geben. Aber hier darf ich mal kurz einmal so hinschwenken. Ist, denke ich, auch für euch mal ganz interessant. Ich war selber noch nie in einer Druckerei, zumindest nicht in dieser Größenordnung. Ich meine, ich war einmal in Wittmund. So, wir haben jetzt ein paar Tage später. Ich fahre jetzt nach Friedeburg. Der gute Herr Wagenlöhner hatte mich gestern angerufen, es gibt so ein, ich soll mir eine Farbe aussuchen für meine Folierung. Da hat er mir jetzt zu Max Speedshop einen Fächer hingebracht. Der sagt auch, kannst du ihn ja besser bei Max abholen, als wenn du jetzt nur für Farbe aussuchen und dann wieder 120 km zu mir hinfährst. Das wäre ja leicht dämlich, da haben wir das so gemacht. Dann fahre ich jetzt zu Max Speedshop, hol mir dann einen Farbfächer ab, guck mir das an und ja, überlege ich mir was Schönes. Als wenn ich hier vor ein paar Tagen auch gewesen bin, vorgestern. Was ich da wohl gemacht habe. Hoffentlich ist auch jemand da. Ich hab nicht vorher angerufen. Also irgendwie jemand von drei Arbeiten mit dem Diesel, der eben schnell den Farbfächer da rausholen kann. Das wäre sonst echt blöd, wenn ich hier 15 Kilometer umsonst hergepisst wäre. Ah, Tine ist zumindest da. Das ist schon mal gut. Hickmann ist auch da. Strich 8 ist da. Golf ist immer noch nicht weg, das wundert mich, aber ein schönes Auto. So, hier habe ich einen Farbfächer. Sieht aus wie Tine Wittler vor 20 Jahren. Kennt ihr die noch? Ich habe früher schon gespielt mit solchen Farbfächern. Mir kommen mir schon wieder 1000 dumme Ideen in den Kopf, die ich besser nicht vor Kamera sagen sollte. So, wir fahren jetzt hier schön im Windschatten eines LKWs nach zum Wagenlöhner hin. Ich habe euch in der letzten Aufnahme den Farbfächer gezeigt und jetzt ein paar Tage später habe ich einen Termin bekommen, heute am Donnerstag, 18.04. Wir haben es jetzt 20 vor 8 ungefähr, muss um 9 da in Ebersdorf sein. Wir sind jetzt hier gerade in Neuenburg beim Urwald vorbeigefahren. Ja, wir fahren schön im Windschatten eines LKWs und ich bin gleich schon im Fahrrad, also wir fahren jetzt auf Fahrrad zu. So, eigentlich wollte ich euch jetzt hier die Baustelle im Fahrrad zeigen. Die habe ich euch ja schon gezeigt, als ich hier vor 4,5 Monaten lang gefahren bin. Die Baustelle gibt es immer noch. Ja, ich glaube, hoffentlich wird die Ampel gleich grün, damit ich euch die Baustelle mal zeigen kann. Ich dachte, das wäre vielleicht nicht mehr vorbei, aber nee, ist es nicht. Ah, scheiße. So, hat er jetzt Vorfahrt? Nee, ich habe Vorfahrt. Junge, nee, was ein Geraffe hier. Ich dachte, Vivaro fährt mir gleich in die Seite rein, schöner Frontera. Ah, Brücke, ich hasse Brücken. Da geht die Autobahn. Ja, und jetzt hier geht's hier nach Fahrrad. Ich Dussel habe übrigens vergessen, mein Ladekabel mitzunehmen. Darum fahre ich jetzt erstmal ohne Navi. Nach Fahrrad komme ich noch so hin. Dann geht's ja immer irgendwie weiter geradeaus. Ich bin die Strecke ja neulich schon gefahren. So ein bisschen mag ich mich nur noch wieder zurechtfinden, hoffentlich. Naja, ich bin gespannt. Ich habe extra meinen Bosch-Adapter. Ich habe einen Adapter, da kann ich einen Bosch-Akku draufstecken. Dann kann ich damit mein Handy laden, aber es nützt mir ohne Ladekabel auch nichts. Ja, ich habe heute wieder mal das Glück, ich kann Windschatten ausnutzen. Komm her, ich habe einen Anhänger hinten dran, logischerweise soll ich auch Farbe bekommen. Ah. Die 5,7 Liter Verbrauch, 5,9, ne, 6, so bei Tempo 70, das geht eigentlich. Ja, jetzt fängt es natürlich auch noch schön an zu pissen. Ich sagte gerade zu Jörg, da kommt bestimmt leider was runter, wollte die Kamera anschalten. Da hat es erstmal richtig schön angefangen zu gießen. Auto muss ich dann noch in Alfstedt waschen. Ja. Aber jetzt fahren wir jetzt hier erstmal schön durch Schwalburg. Wir sind gleich in Schwalburg. Nichts los hier. Wapeler Siele sind wir gerade. Ja, weiter geht's Richtung Wagenlöhner Land. Erst hat es geregnet und blendet die Sonne blöd. Ich habe schon die Sonnenblende runter. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Wir kommen aber noch zu spät an. Ich hätte nicht gedacht, ich muss mein Auto vorher noch waschen. Na, wie gesagt, wir sind um 9:14 Uhr an der Tankstelle, an der Raiffeisen-Tankstelle in Alfstedt. Soll eigentlich schon um 9 Uhr fertig gewaschen bei Wagenlöhner sein. Naja, kann ich nicht ändern. So, wir fahren jetzt hier durch den Wesertunnel. Jetzt filmt Jörg für euch. Der kann die Kamera auf gerade halten, der hat keine Angst vor Tunneln. Du hältst die Kamera doch schon die ganze Zeit, Jörg. Stimmt. Was erzählst du denn? So, jetzt geht's hier noch durch den Wesertunnel. Hier sind wir unter Wasser. Das waren jetzt knapp 1600 Meter, soweit ich das weiß, 15 oder 42 Meter waren das, glaube ich. Und 42 Meter tief unter das Wasser geht in der Tunnel, soweit ich das weiß. Von Janerpreis oder Janerpreis. Das ist irgendwie so ein beklemmendes Gefühl. Aber auch irgendwie total cool. Man hört, es ist auch so eine komische Akustik hier drin. Ne? Ja. Ich bin auch wirklich froh, wenn wir gleich wieder draußen sind. Stell dir vor, da kommt jetzt Wasser rein. Also ich kann nicht schwimmen. Nee, ich auch nicht. Der Saufen ist auch, glaube ich, der ätzendste Tod. Ja. Der Schießen geht schnell, aber der Saufen dauert ewig. Aber wir sind dick genug bis schwimmen oben. Ja. Ich würde doch nicht gerne was essen, aber wir sind schon zu spät. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott. Ich habe neulich nur eine Dokumentation gesehen vom irgendwie Tunnel in England. Ich weiß nicht, was der Ärmel, der Schwester denn? Irgendwie ein Tunnel, der ist 97 in Brand ausgeraten. Der Tunnel, der ist in Brand geraten. Ein Auto und das ist auf mehrere Autos umgekommen. Krass. Das hätte man verhindern können, wäre die Feuer, hätte die Telefonleitung funktioniert. Die haben aber nicht funktioniert. Aber zum Glück sind wir jetzt an der Sonne, die mir schön in die Augen brennt. Aber schöner als Regen. Ja. Gibt es irgendwas zu sehen, nee, wa? Wenn wir jetzt links und rechts gucken? Hier ist gern. Also die ganze Strecke von uns oder von mir zu Hause zum Wagenlöhner. Einfach ätzend zu fahren und super langweilig. Da steht eine Mühle. Oh ja, eine schöne Mühle. Mit einem Kran daneben. Also wirklich 80 Tempomatstrecke. Also wirklich langweilig. Gut, dass ich kein LKW-Fahrer bin. Aber wir melden uns, wenn wir unterwegs. Fast da sind, melden uns. Kein Rindfleisch und ich esse lieber Rindfleisch und dann Hamburger mit Schweinefleisch schmeckt auch irgendwie nicht so gut. Ja, jetzt sind wir hier in Lockstedt. War ich aber hin vorher einen Döner essen, habe ich da eingeblendet. Oder auf der Besprechungsfahrt, nenne ich es einfach mal. Ja, wir kommen auf jeden Fall zu spät an, das habe ich schon gesagt. Aber es ist eine schöne Gegend, wie das kann man so sagen. Interessant, wir fahren übrigens über Land, komplett über Land. Ich meine, was soll ich hier? Autobahn ist 10 Kilometer länger, ich darf mit Anhänger sowieso nur 80 fahren. Ich meine, der hat eine 100 km/h Zulassung, aber ich habe da kein Schild für drauf und ich habe keine Lust für einen einzufangen. Ja, ja, das sind die Schafe. Oh, hier Baustelle. Ich dachte, hier wird die Straße gesperrt, aber ich komme hier doch noch vorbei. Oh, ich dachte, du wirst noch wieder umkehren, du Scheiße. Nee, zum Glück nicht. Diese Baustelle war ich aber noch nicht, als ich hier vor einem Vierteljahr lang gefahren bin, oder vor einem Dritteljahr besser gesagt. Aber es ist wirklich eine schöne Gegend hier, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also mir gefällt das hier wirklich sehr, sehr gut. Jetzt ist auch schönes Wetter. Als ich hier damals im Januar hingefahren bin, war es ein ganz anderes Wetter. Aber hier sieht es wirklich schön aus, oder was meint ihr? Guckt euch mal an, wie schön die Bäume hier sprießen. Nein, ich will jetzt hier keine Naturdoku drehen, aber ich finde das wirklich schön. Jörg sagte auch schon, hier ist echt schön. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Ich weiß noch, als ich hier im Januar hingefahren bin, das war einfach nur kalt und trostlos und einfach lahmartig hier. Aber ich komme mir gerade wirklich vor, als wenn ich hier in Urlaub fahre. Ich könnte auch noch einen Anhänger, Zelt auf meinen Anhänger stellen. Wahnsinn. Camping für Arbeitslose. Naja, aber hier ist wirklich schön, oder was meint ihr? Hoffentlich kommt das so schön im Bild rüber. Ich meine, die Kamera war teuer genug, wenn ihr die haben wollt, guckt unten in die Videobeschreibung. Aber der ist doch wirklich schön hier. Fast Urlaub. Da hinten blüht der Raps. Ist doch Raps, das Gelbe. Ne? Das ist gelbe Raps. Ja. Ja, wirklich schön, ne? Recht schön. Muss gleich wieder abbiegen. Hier sind wir jetzt übrigens in Wollings. Kennt ihr Wollings nicht? Ich kannte es bis gerade auch nicht. 10 Häuser. Können auch 11 gewesen sein. Aber wirklich schön hier. Also gefühlt mache ich jetzt hier gerade Urlaub, der noch bezahlt wird durch euch. Und ich kann die Spritkosten absetzen. Aber wirklich klasse hier. Ich habe das so ganz anders in Erinnerung. Nee. Wirklich schön. Wahnsinnig. Fällt mir echt gut. Kann wieder abbiegen. Ja, hier sind wir dann auf der Freilsdorfer Straße. Hier ist also wirklich nichts. Guckt mal, hier ist ganz weit. Offline. Nicht im Ernst? Ja, ja, ich hab verabschiedet. Ach du Kacke. Wären wir mal über Autobahnen gefahren? Hier ist nichts mehr. Ja, das nützt doch auch nicht. Länger und sparen auch irgendwie keine Zeit. Wir waren übrigens immer noch in Wollix, das war nur die Freilsdorfer Straße. War schön hier, ne? Aber kein Internet mehr. Tja, Menschen aus dem 21. Jahrhundert ohne Internet, was sollen sie machen? Wir fahren jetzt hier durch Felsdorf durch. Auch ein netter, niedlicher Ort. Beverstedt, ich kenne hier Radio. Hier die Straße muss ich folgen, das weiß ich noch, was da hin tue. Bremerförde sind immer noch 20 Kilometer entfernt, ach du Scheiße. Gefühlt haben wir schon die ganze Welt umsegelt und wir sind trotzdem noch keine 50 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Na gut, meine Mutter hat morgen schon zur Arbeit gefahren. So, das geht nach Lippstedt. Und wieder schöne grüne Äcker. Aber ich finde diese grünen Äcker schöner als die grünen Äcker, die bei mir in der Nähe sind. So, wir sind jetzt hier gleich in Neu-Ebersdorf. Wir fahren also jetzt kurz vor dem Herrn Wagenlöhnerland oder kurz vorm Wagenlöhnerland. Bloß ich muss halt vorher noch mein Auto waschen lassen. Erste Mal in über einem Jahr. Ich glaube, wir waren jetzt 14 Monate, glaube ich. Ich war 25.000 Kilometer knapp gefahren, immer mit einem schönen dicken Anhänger hinten dran. So wird das Ding halt gewaschen. Ich hoffe, das springt gleich noch an. Zum Glück habe ich einen Kfz-Mechaniker neben mir sitzen. Deswegen habe ich ihn nur mitgenommen. Ich habe echt Angst, dass der Wagen nicht anspringt, wenn ich ihn sauber mache. Ich habe ihn gestern aufgesaugt. Der Wagen verbraucht einen halben Liter weniger, nachdem ich die ganze Zigarettenasche da rausgesaugt habe. Es ist schon gut, einen Kfz-Mechaniker bei sich zu haben. Also, ich lache mich tot, wenn er gleich nicht anspringt. Der Wagenlöhner wird dann sicherlich auch wahnsinnig gute Laune haben, wenn ich anrufe und sage, mein Auto springt nicht an, weil ich es gewaschen habe. Aber dann trinken wir halt zusammen eine Cola. Dann haben sich der Arbeitstag für mich wenigstens gelohnt. So, jetzt wollen wir erstmal das Auto waschen. Ach, das Fenster, wir haben das Fenster nicht zugemacht. Also eine Innenreinigung gleich mit. Oh. Dann gucken wir noch mal vorher. Oh, so. Erstmal Schaum. Schaum? Das geht doch so. Das hier. Das wird reichen. So, original, der erste Start nach dem ersten Mal waschen. Ach, er läuft noch, super. Angekommen bei Michael Wagenlöhner und es blendet die Sonne. Es sind eigentlich nur 7 Grad, aber es kommt mir wärmer vor. So, ich gehe jetzt rein. Ja, ihr seht, wo wir angekommen sind. Wir sind in der Güllehalle. Wir können uns auch Zeit lassen. Ich meine, mein Auto ist in der Folierung, das geht nicht innerhalb von 5 Minuten. Darum können wir uns hier austoben. Aber stinkt weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ja. Naja, das hätte ich mir so schlimmer vorgestellt. Ja, das ist eine Landwirtschaft. Du hast hier neben, ist ja auch noch Kuhstall und ja, das ganze Kram wird immer durch diese Ventilator hier rübergeweht, deswegen. Ja, das ist ja nicht das Schlimme. Nö. So schön hier. Nein. Den kenne ich ja noch, den habe ich ja bei Max im Museum gesehen, den Mercury. Genau. Wirklich ein schönes Auto. Ja. Den habe ich nur im Video gesehen. Den hast du eher abgeholt, als ich ihn gesehen habe. Das ging relativ schnell. Ja, das hat mich gewundert. Ich meine, das ist wirklich ein cooles Ding. Ja. Ich finde Leichenwagen toll. Ich wollte selber einen haben. Ja. Wollte immer noch 104. Der Kofferraum wieder geht. Nee, nee. Hat ja auch eine LKW-Zulassung, denke ich mal, ne? Das passt dann bei den Grundweg. Der hat eine LKW-Zulassung, oder nicht? Der hat eine LKW-Zulassung. Ja, sonst wäre es doch blöd. Ja. Und was Thema, was wir erst hatten, 99er, ne? Ja, ja. Jagdheimer Zulassung. Ja, ja, das ist schon, also billiger kannst du V8 nicht fahren. Nee, nee, nee. Ja, der hat keine Anhängerkupplung, denke ich mal so, ne? Ja, nee, das wäre ja noch der... Das wäre doch die Grüne. Ja, das ist auch ein langes Gespann dann und der Anhänger. Ja, ja. Ich hab den mal im Museum, kam der relativ spät mal auf dem Sonntagabend. Ja. Hab ich den gesehen. Weil der wollte ja auch mal... Ja, das ist hier eine Karre, die habe ich jetzt gestern tatsächlich erst geliefert gekriegt. Kommt hier vom berühmten Autohaus Jan Wieting, Beverstedt. Bisschen Schleichwerbung. Ja, bisschen Schleichwerbung. Das ist ein 76er Renault 16. Das ist ein TX, war damals wohl somit die beste Ausstattung. Das stimmt. Der hat 5-Gang Lenkradschaltung. Wow. Hat 92 PS, das war damals schon... Ich würde sagen, das ist ja verdammt viel. Da war schon ganz gut mit dabei. Und halt auch von Ausstattung auch ganz cool. Mit elektrische Fensterheber und also ein Typ. Das gab es damals schon? Ja. Der Wahnsinn. Also, der ist schon ganz gut dabei. Oh, interessant. Von der Ausstattung her auf jeden Fall. Haben sie abgestellt, sollte nicht laufen. Da habe ich gestern so lange dran rumgefummelt, jetzt läuft er. Das ist immer so, wenn so eine Karre kommt und die nicht läuft, deswegen am interessantesten. Ja, kann ich verstehen. Wenn du so lange dran rumbastelst, bist du was. Also bis jetzt nur auf Bremsenreiniger, aber er läuft schon mal. Und besser als gar nicht. Ne? Jetzt muss ich auch mal gucken mit der Spritzzufuhr, dass wir das nochmal hinkriegen. Und dann kann er im Prinzip fahren, aber... französische Papiere, der wird so erstmal nicht auf die Straße kommen. Nee, aber bis auf die paar Kratzer da in Polsterung hat er ja nichts. Ne? Er sieht ja gut aus. So ja, oben. Auch. Aber ja, du kannst zum Beispiel hier, gut für den Sommer, wenn du schwitzige Füße hast, dann kannst du nämlich hier bis auf den Bodengrund gucken, wenn du da die Matte hochnimmst. Machen wir das einfach mal indiskret. Oh ja, ein richtig schönes Loch drin. Ne? Ja. Das kann man aber schön schmeißen, das ist ja nicht. Ja. Also ich denke auch, wann hat man so ein Auto mal gesehen? Ne? Ich habe es noch nie gesehen. Also 27 Jahre gehe ich jetzt fast auf Oldtimer-Treffen, aber ich habe so ein Auto noch nie gesehen. Das hatte ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe aus meiner Kindheit weiß ich, dass auch das sowas früher mal rumfuhr, aber jetzt auch seit Ewigkeiten. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich auch wirklich schön aus, so in der Farbe. Mag ich gerne leiden. Ja. Das ist eigentlich ein ganz cooles Auto, denke ich. Was müsste man jetzt machen, um da deutsche Papiere drauf zu kriegen? Ja, du musst ja erstmal Paragraph 21, das heißt, wir müssen jetzt komplett schweißen, also TÜV fertig machen, ja, ne, dass der TÜV-konform ist. Dann machst du eine TÜV-Abnahme, du brauchst ein Datenblatt, ja, und dann brauchst du halt einen TÜV-Prüfer, der diese Abnahme für Paragraph 21 macht. Ich habe da hinten Ford Taunus, können wir uns nachher nochmal angucken, da habe ich das Ganze mal für mich mal so durchgespielt, wie läuft das überhaupt? Ja. Das Auto kommt aus Holland. Und war auch einiges dran zu machen und dann habe ich mit meinem Nachbarn, der ist auch so ein Kfz-Heini, und da wurde zusammen vorbereitet für Paragraph 21. Und das ging besser als gedacht. Aha. Also haben wir mal Angst davor, Paragraph 21, bloß weg damit. Aber es war eigentlich gar nicht so schlimm. Und der hat jetzt deutsche Papiere und TÜV. Oh, wenn das geht. Also ich denke mal, wenn du hier ein bisschen was reinsteckst und du den jetzt schweißen würdest, so Elektrik ist irgendwie alles durchgeguckt, das haut soweit alles hin, wenn dann nachher TÜVig ist. Kannst du da auch so Paragraph. Nur was der halt nicht kriegen wird von der Optik her, genau wie beim Taunus, auch ein H-Kennzeichen. Da sind sie dann nicht gut genug für. Aber deutsche Papiere und TÜV, das lässt sich machen. Was würde dir jetzt so in normal Kfz-Steuern kosten, wenn du jetzt ganz normal anmelden würdest? Also du meinst jetzt ohne H? Ja. Das ist ein 1,6er, ohne Cut. Wo liegt sowas dann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, über 25 Euro Bankgefahren pro Kubik, irgendwie so 30 Euro, ich weiß es gar nicht genau, müsst ihr mal gucken. Aber ich schätze mal irgendwo so 400 Euro, 500 Euro. Das ist aber dann auch verdammt viel Geld, ne? Ja. Ja. Das ist, so musst du dann mit Saisonkennzeichen, ne? Ja, ja. Nur 3 Monate an oder sowas, fährst du ein bisschen mit. Ja, ja, sonst ist es einfach zu teuer, ne? Sonst ist es zu teuer. Also, kriegt man da noch Teile für? Ja, kriegt man tatsächlich noch. Na gut. Das ist schon viel wert. Ja. Dann habe ich hier den Ford Taunus hier noch gekriegt. 12M. 12M. Steht für Meisterstück. Genau. Auch hergekommen, sollte auch nicht laufen, war ich hier mit Max bei, dann habe ich hier ein paar Mal um die Halle rumgezogen und irgendwann hat er dann wieder was gesagt. Also ein bisschen am Leben ist er, läuft aber noch wie ein Sack Nüsse. Da muss man auch noch ein bisschen was dran machen. Ne? Aber der ist eben von der Karosserie, ist der wunderschön. Ja. Der hat so keine Durchrostung und sowas, die Innenausstattung ist echt... Der ist aber auch lang für so einen kleinen 1200er, ne? Ja. Ich hätte ihn gar nicht erkannt. Also, da muss man reingucken, der ist richtig schön von drin. Der ist wirklich schön. Ja. Der ist wirklich ein schönes Auto. Ja, den finde ich wirklich schön. Das ist ein schönes Auto. Ist eigentlich ziemlich gut erhalten. Aber eben für Jan ist das halt eben nichts, weil er nicht lief. Ne? Und er hat selber keinen Werkstattbetrieb. Und dann achso, der hat gar keine Werkstatt. Nee, dann gibt er sowas dann. Und dann kommen wir. Ja. Ja, das ist hier der Trabant hier, den kennen vielleicht einige, das ist der Pikachu hier, den hat... Ich wollte schon fragen. Das ist ja von Ingo, der Ex-Trabant, den hat Max ja mal fertig gemacht für ihn. Der ist jetzt auch hier gelandet, das war damals, wo er den Kadett gekauft hat. Dann braucht er ein bisschen Kohle und dann hat er mich gefragt, ob ich Pikachu nehmen würde und dann so muss er dann eigentlich geworden. Ne? Und so konnte er dann den Kadett nachher kaufen. Aber der ist auch lustig, eigentlich dieses Jahr auch mal mit anmelden, mal ein bisschen fahren. Steht hier irgendwo blöd rum. Ja. Aber alles kannst du halt nicht fahren. Nee, das ist klar. Ja. Das ist ja wieder. Welchen willst du? Den Omega? Zuerst? Erst den Omega oder erst den Passat? Das ist mega. Machen wir erstmal den Passat, dann vergessen wir den nicht. Schöne Farbe auf jeden Fall. Schöne Farbe. Eigentlich blöd, dass der hier hinten steht, das ist eigentlich mit mein wertvollstes Auto, wenn man so will, weil so ein Passat 2B mit TÜV, was kosten die? Auf jeden Fall fünfstellig. So teuer sind die mittlerweile? Ja, die sind richtig, richtig teuer. Und dieser hier, der hat erst 89.000 gelaufen. Das will ich nicht. Ja. Und technisch ist der gut. Den hat mal einer versucht zu machen, ist bis dahin auch gekommen mit dem Schweißen und dann hat sie ihn verlassen. Hinten fielen die ganzen Bleche. Oh. Aber sieht soweit ganz gut aus. Hab ich auf eigener Achse damals hergefahren, also läuft einwandfrei das Auto. Ein schönes Auto. Ja. Farbkombination ist richtig schön 70er-mäßig. Ja, mehr 70er wie das geht nicht. Nee, es sieht aber schön aus, auch heute noch. Ja. Ja, ich finde ein schönes Auto. Muss ich noch ein bisschen mehr in Szene setzen. Ja. Bei deiner Ecke sieht er ein bisschen blöd aus. Ja. Das hat er eigentlich nicht verdient. Eigentlich muss er weiter nach vorne kommen. Nee. Ja, hier 87er Omega A, einer ganz früher. Ja. Aber auch ein kleiner Motor drin, ne? Nö, 2 Liter. Ja, das ist der kleinste, der ja, ne? 150. Ja, den gab es damals sogar als Vergaser noch, ne? Was hat der gehabt? Eine 80 PS? Der 86 PS hatte der. Ja, stimmt, den gab es anfangs noch als Vergaser, stimmt. Genau, das ist ja. Da gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja mit 115 dann eben schon. Ja, C20NE. Kommt aus erster Hand, hat ein älterer hergefahren. Die haben ihn immer so in Stand gehalten, dass der irgendwie noch TÜV gekriegt hat. Ja. Hat aktuell noch ein bisschen TÜV. Aber ja, ist jetzt nicht der super Oldtimer, aber ich fand die damals eigentlich ganz gut, weil wann siehst du die noch? Sind auch selten auf dem Straßenbild verschwunden. Ich finde ihn total schön, ich bin großer Omega und Senator-Fan, ich hätte gerne einen. Ja. Danke. kannst du haben. Ich fahre den nachher zurück. Ja, das ist nett. Wo liegt sowas jetzt mittlerweile? Auch über 2 ist Hunde. Schwer zu finden. Ja, das auch noch. Ja, es ist teuer geworden. Ja, das weiß ich wohl. Ja. Aber ich habe den ziemlich günstig gekriegt, also den würde ich auch, wenn den einer haben will und den ein bisschen pflegt, würde ich den noch kurz wieder weggeben. Weil ich kriege ja noch hier den Ascona C von Max. Ein Opel reicht mir eigentlich in meiner Sammlung. Ascona C? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was du... In der großen Halle steht. Ja, der goldene. Hä? Mit den Manta-Felgen drauf. Oh Mann, ist das schön im Bild? Nee. So, Kia Clarus, von mir erkannt. Ja. Schöne grüne Farbe. Schöne grüne Farbe, kommt auch von Max das Auto. Meine ich doch. Geht aber auch schon wieder. Oh. Ja gut, zum Sammeln ist es auch ein bisschen langweilig, sag ich mal so. Obwohl ich ihn ganz schön finde, muss ich sagen. Der ist ganz schön, auch vom Zustand her ist der schön. Viel Platz drin und so und... Das hat natürlich hier, ne? Ja, gut. Mit Klebeband abgesetzt. Ja, gut, das macht ja nichts. Aber auf der anderen Seite, der hat halt wenig gelaufen. Ja. Fährt schön, technisch wirklich gut. Das ist ein schönes Auto. Aber leider zu neu. Wenn er 2 Jahre älter wäre, 3 Jahre älter, wenn man den hätte mit Oldtimer-Versicherung fahren können, dann hätte ich ihn auch behalten. Aber so, wenn ich ihn anmelde, muss ich den praktisch wie ein normales Auto anmelden und dann ist er mir zu teuer. Und eine Jahrenkrankenversicherung kriegst du da auch nicht für? Nee, weil es Baujahr 2000. Ach so, so jung ist der? Ja, ja. Ich hätte so 7,98 geschätzt. Ja, das sieht ja aus wie so Mitte 90er Jahre. Ja, ja, ja. Nee, aber der ist leider jünger. Sonst hätte ich ihn gerne gefallen. Ist das jetzt für dich als Ford-Fan beleidigend, wenn ich sage, dass der von hier aussieht wie ein Ford Mondeo 2? Nö. Aber siehst du das auch so oder sehe ich das nur so? Da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber. Ich sehe das, wenn ich jetzt von hier gucke, das sieht doch aus wie ein Mondeo. Oder? Ja, könnte. Erste Serie als Limousine. Ja. Ja, könnte man sagen, ja. Ja, nicht, dass ich hier denke, ich habe hier zu viel gesoffen. Ja. Nee, aber es hat eine Ähnlichkeit. Ja, ist ja die Basis von dem, ist ja der alte Mazda 626 noch. Kia war ja damals mit Mazda zusammen. Ja. Und die ersten hier, die Clarus und wie hießen die anderen, Sephia oder sowas? Kia Sephia gab es mal, ja. Waren das nicht irgendwie Familienautos, so ein höher gelegter Van oder sowas? Nee, die Sephia, das war diese Kompaktklasse. Ich meine, die waren auf Basis von Mazda 323 von dem alten. Ja, ja. Und die Clarus waren auf Basis von Mazda 626. Und dann gab es ja hier diesen Van noch, das was du meinst, wie hieß der denn noch? Kia Carnival? Carnival. Ja. Genau. Ja. Den gab es auch mal. Keine Ahnung. Ja, den gab es mit 2,9er Diesel. Gab's ja, genau, den. Ja, genau. Und als V6 gab es den auch, ne? Den 2,5er mit dem Mazda V6. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, das kann wohl. Ja. Die 2,9er CRDI, die überleben noch. Die haben 147 PS ungefähr. Ja, ja. So ein Ding wollte ich mir schon mal kaufen, Rücksätze rausreißen und dann halt für Anhängerbetrieb benutzen. Ne? Ja. Weil die haben weit über 2000 Anhängerlast. Ja, Kraft haben die Dinger. Ja, und dann 2,9er Diesel. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Mercedes-Motor ist, weil den Sprinter gab es ja auch mal mit 2,9er Diesel. Das weiß ich auch nicht. Die haben ja den Motor auch nachher hier in diesem Geländewagen von Hyundai. Da war der gleiche Motor drin, in diesem Terrakan. Ja. Den hat ein Kumpel von mir mal gefahren, der hat den gleichen Motor drin. Ja, den hat auch ein 2,9er, das weiß ich. Genau. Ja. Aber das war ein Mercedes-Aggregat, das weiß ich gar nicht. Nee, das glaube ich gar nicht mal, oder? Nee, weil der 2,9er Diesel, der hatte 122 PS. Ja. Und die anderen, die Kia, haben über 140. Ja. Das sind andere Motoren, das kann gar nicht. Ja. Hey, fällt mir auch gerade ein. Von den 2,9er Mercedes, das waren ja 5-Zylinder. Ja, ja, das waren 5-Zylinder. Das weiß ich nämlich, weil ich mir so einen gekauft habe. Ja. Ich habe einen ganz alten Sprinter gekauft, einer der ersten. Ja, ja. Den Citroen XM habe ich auch schon Ewigkeiten stehen. Habe ich irgendwann mal für 500 € gekauft, das Ding. Da hatte der auch noch TÜV gehabt, dann habe ich den 3 Monate gefahren. War TÜV dann irgendwann abgelaufen und die Einspritzpumpe war defekt. Ja, also der läuft zwar, aber im Stand halt ziemlich zappelig so. Hast du ihn höher gelegt oder was ist damit? Naja, der hatte dieses hydropneumatische Fahrwerk. Ach so. Und ich habe den, normalerweise lag der ganz am Boden und ich habe den gestern mal wieder gestartet, ob der überhaupt noch irgendwas sagt. Und dann fährt er von alleine nach oben. Und jetzt passt er sich dann irgendwann an. Also irgendwann wird er jetzt so runter sinken, dass er so wieder in der Gerade steht. Dann. Aha. Und ist ein Diesel? Ist ein Diesel. 2,1 Liter Turbo Diesel, 109 PS. Könnt ihr ja mal anschmeißen, kannst das mal hören, wie der sich so mit kaputter Einspritzpumpe anfühlt. Oh Gott. Aber schöne Sitzer da drin, ne? Ja. Ja, ich dachte, der räuchert jetzt richtig schön hinten raus, aber nein. Nee, nicht. Aber stinkt. Ich habe ihn jetzt mal auf niedrig gesetzt. Guck mal, jetzt nicht, dass ich tief habe. Muss man hier von der Seite. Ja, ja. Das ist ab Werk so, das ist kein Lowrider, ne? Nee. Oh, jetzt sieht er geil aus, ne? Ja, jetzt sieht er aus, als hättest du den verdammt tiefer gelegt. Ja. Aber so kannst du doch jetzt nicht fahren, oder nicht? Du könntest jetzt losfahren, ja. Ja? Ja. Schleift der nirgends? Nö. Ach so. So, das ist jetzt praktisch die tiefste Einstellung bei mir. Vielleicht auch die normale Fahrrad, ne? Dann wieder Druck aufbauen und dann werden sie gleich ein bisschen anhören. Ja, im Normalfall. Aber Motor hörst du ja, ne? Wie ein Plagnüsse. Ja, aber er läuft ja zumindest. Ne? Ja, das liegt an der Einspritzpumpe, nicht am Motor oder was? Ich gehe mal nach hinten. Wahnsinn. Und dann kannst du den auch noch ganz nach oben legen. Wenn du jetzt über den Feldweg fahren willst, dann kannst du den nochmal ganz nach oben schießen und dann hast du richtig Freiheit unter dem Auto. Also der geht noch höher? Der geht noch höher, ja. Aha. Das ist jetzt so die Höhe, die er hat, wenn du jetzt normal unterwegs bist. Interessant. Und dann kannst du nochmal ganz nach oben setzen. Ne? So ein Auto wäre mir jetzt nie aufgefallen. Ich würde es mir wahrscheinlich auch nie kaufen, aber ich finde es interessant. Das ist interessant, ja. Ja, also das ist halt Citroen, ne? Die war schon mal ziemlich speziell. Ja, also ist wirklich nicht meine Automarke, ja. Aber das finde ich interessant. Das ist ja auch von drin, sind die aus. Von außen, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Schöne Sitze hat auf jeden Fall. Große Ledersitze. Ja, das sieht ja wirklich einladend aus. Ja. Aber das sieht nicht schlechter aus als ein, was weiß ich, 210er Mercedes aus der gleichen Zeit. Ja. Nee, der ist älter, ne? Nee, das passt. Das ist ein 97er. Ja, achso. Ich hätte hier so 394 geschätzt, aber ja. Man ja, die wurden ja so seit 89 gebaut. Ne? Ja, das meine ich doch. Achso, ja, das ist auch ein interessantes Auto. Ja. Sieht schön aus, Farbe ist auch schön. Ja, der ist. Eigentlich wollte ich den auch gar nicht unbedingt weggeben, aber wie gesagt, schöner Wetter hier auch nicht. Nee, das ist richtig. Und vielleicht kauft den nachher bei Jan irgendjemand, der da Bock drauf und macht sich den wieder fertig. Also von der Technik her ist er sonst gut. Ich habe ihn selber gefahren, fährt wirklich schön das Auto. Und auch mit dem 2,1 der Turbo Diesel, der zieht gut durch, der hat ordentlich Drehmoment. Das glaube ich wohl. Das ist eigentlich echt ein tolles Auto. Wo liegt sowas jetzt, habe ich gar keine Ahnung von. Oh, schwierig zu sagen. Ich würde mal behaupten, wenn der jetzt TÜV hätte und vernünftig laufen würde, wärst du da sicherlich irgendwo 4 so rum. Ja, so den Dreh hätte ich auch geschätzt. Ja. Was verbraucht er, kann man das, weißt du das so? Sparsam, um die 5 Liter. Ja, das hätte ich geschätzt, aber das ist ja eigentlich ein schönes Auto, so sparsam, also das ist ja wirklich wenig Verbrauch. Ne? Und er hat wirklich Schub, ne? Und durch diese Keilform ist er jetzt ziemlich durchschnittlich. Ja, das glaube ich wohl. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Aber wie gesagt, wir sind beide keine Citroën-Fan, wir drei sind, glaube ich, du auch nicht, ne? Hm? Du bist auch kein Citroën-Fan, oder? Warum denn nicht? Aber das Auto, ich finde das Auto interessant, also ich muss es wirklich sagen, ich finde es interessant. Also ja. Gerade so mit Dieselmotor, ich bin ja mittlerweile richtiger Diesel-Fan, also ja. Nee, das finde ich klasse. Ich stand noch nie mit einem breiten Grinsen vor einem Citroën, aber ja. Irgendwann ist immer mal das erste Mal. Ne? Ja, der muss auch noch zu dir, dann nimmst du den Omega schon mal mit, den ja, ja. Den Leichenwagen, den gucken wir uns gleich auch noch an. Den Firmenwagen. Den Leichenwagen nehme ich auch noch mit. Ja, da könnte ich auch noch neben Beruf als Bestatter arbeiten. Ja, da kannst du. Hast gleich einen ordentlichen Firmenwagen. Ja, aber das wäre auch noch mal eine Geschäftsidee. Diese 0815 ja. Leichenwagen, das kann ja jeder. Ja. Aber so, ich habe das noch nie gesehen, dass ein deutscher Bestatter so ein Ami als Nö. Leichenwagen hat. Wenn du noch die Möglichkeit hast, du kannst das vorher aussuchen, mit welchem Auto du transportiert werden willst. Ich würde den nehmen. Ja, gerade das ist doch letztendlich ist das eine Geschäftsidee. Ja. Ne, wenn so ein Autofreak wie du jetzt, irgendwann ist es ja mal wahrscheinlich soweit. Ja. Das wäre doch langweilig, wenn du ganz normal irgendwo da im ganz normalen Mercedes abtransportiert werden würdest. Ja. Und wenn jemand in der Firma hier so einen oder sowas in der Art hätte, das wäre doch. Ja, ich habe schon gesagt, wir hatten hier im Nachbardorf war ein Bestatter, der hatte noch einen Granada gehabt als Bestattungswagen. Okay. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt vorher den Löffel abgeben sollte, würde ich, dass der mich abholt hat. 1 oder 2? 2. Diesel oder Benziner? Benziner V6 natürlich, ja. Wenn dann ordentlich. Ja, das Ding wird billig sein, wenn du das kaufen kannst. Der ist schon weg. Ich habe das mal nicht mitgekriegt, dass er den verkauft hat. Jetzt, so. Jetzt hat er einen Renault S-Pass umgebaut. Ja. Neu, den neuen oder den alten, den eckigen? Nee, diesen neuen, den runden schon. Ach so, ja gut. Und dann als Leichenwagen, hat nichts. Nee. Also ein Granada als Leichenwagen fand ich geil. Ja, absolut. Mit Dieselmotor noch drin. Oh, das ja. Ja, wollen wir weiterkommen? Ja. Hier haben wir Ford Scorpio. Hat erst 70.000 gelaufen, das Ding. Das will ich nicht. Den will ich auf jeden Fall für mich nochmal mit als Daily so fertig machen dann. Ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber ich mache den ganz gerne. Ich fand den ganz schön. Ich finde ihn auch schön. Ja. Ist auch ziemlich groß, muss ich sagen. Also ja, kommt aus erster Hand das Auto. Hat eine ältere Dame gefahren, konnte wohl nachher nicht mehr fahren und stand das Auto Ewigkeiten hier ein paar Ortschaften weiter auf der Wiese. War komplett grün, ne? Voll mit Grünspan das Ding. Hat den einmal gekauft und ja. Bisschen sauber gemacht. Ja, siehst natürlich überall, da haben sie dann nur irgendwie nachgebessert, ja, dass es auch ja wieder ein bisschen TÜV kriegt. Und, ne, aber der Schritt, der hat es verdient, nochmal richtig auf die Straße. Ja, das auf jeden Fall. Scorpio 1, verdammt selten. Verdammt selten, ja. Den würde ich auch wieder fertig machen. Kilometerstand. Ja, gerade deswegen. Hat die GL-Ausstattung ja mit elektrisch, Fensterheber und Schiebedach und alles Mögliche. War ein gutes Auto. Nö, finde ich ein schönes Auto. Ja. 70.000 werden auch original sein, wenn ich das jetzt so reinluke. Ne? Ja, das merkst du auch, wenn ja du die fährst. Ne? Der fährt wirklich so, ich sag mal, fast wie ein Jahreswagen. Da ja ist nichts ausgenudelt oder sowas. Also die Kilometer kann man dem schon glauben. Ja. Aber es ist halt auch ein Ford, wenn man da so reinguckt in den Radkasten. Ford Gold. Ja. Sternenstaub können wir ja nicht sagen. Das nee, Sternenstaub passt nicht. Nee. Gold passt auch nicht. Ford Gold. Gibt es denn irgendwie so einen Ford-Begriff, den man das irgendwie rein... Ne, den müssen wir noch erfinden. Ja, irgendwas kommt das schon. Ja. Machen wir da weiter, das stehen wir gerade hier. Wenn wir schon bei Ford sind. Ja, wenn wir bei Ford sind, bleiben wir beim Ford. Ja, ja, den, wie gesagt, kommt von Max Speedshop das Auto. Kann man gar nicht, also der ist wohl mal von dem Belgier importiert worden, so wie ich das mitgekriegt habe. Dann hat der sich den umgebaut, der hatte wohl so einen Holzverarbeitungsbetrieb und hat den tatsächlich als Firmenwagen genutzt. So hat man mir erzählt. Und dann ist er nach Deutschland gekommen, zu dem Vorbesitzer hiervon, und der wiederum hat sich ja bei Max dieses Taxi gekrallt und diese Zahlung gegeben. So. Und dann ist er bei mir gelandet. Also ich finde es interessant, das muss ich wirklich sagen. Ja. Ist natürlich schade, dass er Silber ist, finde ich, ne? Ja, in Schwarz wäre natürlich noch ja eine andere Nummer. Ja, nee, das wäre dann ja ganz anders. Sieht aber schön aus, ein schönes, imposantes Auto. Ja. Die Farbe versaut nur einfach irgendwie. Wenn die Batterie nicht kaputt wäre, würde ich erstmal anschmeißen. Ja. Und der hat nämlich auch richtig Sound. Da haben die irgendwas haben die da gemacht, der klingt wirklich gut. Ja, das finde ich jetzt schade, aber ja können wir nicht ändern. Das müssen wir gleich mal überbrücken. Ja, der Tag ist ja noch lang. Ich würde gerade sagen, kommt als Nachgang dann. Ja. Ein bisschen V8-Sound. Ja gut, dann blenden wir nachträglich ein. Genau. Ja, Mercury kennen meine Zuschauer ja aus meinen Museumsrundgängen ja schon. Läuft aber auch immer noch nicht, ne? Nee, Loch im Tank. Loch im Tank. Sonst läuft er. Ja gut. Ja. Schönes Auto. Aber der Händler, wo ich den gekauft habe, hat mir versprochen, den Tank noch zu machen. Hallo Max. Naja, aber es ist ein cooles Auto. Also wie lang ist der? 7,5 Meter? Oh. Ist der LKW noch kürzer? Nee, ich glaube, der Flügel ist sogar länger auf. Ja, das Ding ist auch elendig lang. Ich krieg den gar nicht aufs Bild. Ja, ein kompakter Zweitürer. Ja, er hat ja auch nur 2 Türen. Guck mal, der Fiori geht nämlich bis hier. Ja, ja, echt geil. Ja. Die haben aber auch Schiffe gebaut, ne? Alter Schwede, ey. Ja, das Ding ist ja echt riesengroß. Ja, ja. Da müssen jetzt die Felgen noch Gold, das habe ich früher schon immer gesagt. Mhm. Also ich liebe die Farbkombination Gold, Schwarz-Gold, Lila-Gold, ich finde es einfach geil. Ja. Ja. Aber das ist echt ein schönes Auto. Und den kannst du ja schon mal als dritten Wagen für die Vorfahrt. Ja, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben. Ja. Mensch, teurer Tag heute. Ja. Was verbraucht der so, 25 Liter? Oh, weiß ich gar nicht. Kann ich ja, ist auch egal, wenn er rumsteht. Ist sehr, sehr durstig. Max sagte das ja schon. Die sind nur ein paar Meter damit gefahren und hat ihm schon die Haare vom Kopf gefressen. Ja, ja. Was ist das, 7,5 Liter oder was ist da drin? Nee, 5,7. So ist ein Motor geschätzt. 5,7 ist ja langweilig. Fast langweilig. Ja, 140 PS. Mehr hat er nicht? Nee. Ich dachte irgendwie so mit um die 300 so rum oder so. Nee. So die alten Cadillacs, die hatten ja auch teilweise um 300 PS. Ja, ne? Ja. Aber die hatten ja auch, was hatten die, 6,6 Liter? Ja, da war nicht so viel Unterschied, ne? Ja. 7,5er, 7,7, da gab es glaube ich auch mal. Ja. Dodge hatte in den 70ern, 80er, 60er, 70er Jahren mal 8 irgendwas, glaube ich. Ja, ja. Ja, ich meine... Gab's auch bei Ford, diesen 8,2 Liter oder was? Ja, 8,2 war das, ja, genau. Ja. Das war schon... ordentlich Druck auf den Kessel dann. Ja, und ordentlich Druck auf dem Konto. Druck im Portemonnaie. Ja, ja, das ist mein Ford Sierra hier, ja. Das ist mein Daily-Auto. Auch vor 2,5 Jahren bei Max mal gekauft, hat jetzt das zweite Mal TÜV gekriegt und ja, das ist halt meine Daily-Gurke hier. So ein schönes Auto, Sierra auch verdammt selten. Mittlerweile ja, ja. War früher auch so ein Wegwerfauto, ja. Und ja, jetzt kriegst du halt nicht mehr. Na, ich weiß noch, also 2005, 2006 habe ich immer Autozeitung gekauft und gelesen. Ja. Da hat das Ding über TÜV 250 € gekostet. Das ist immer billig gekriegt. Ja. Wo ich damals, wie alt war ich denn da? 30, sowas, 25, 30. Da hast du ein Haus gekauft und dann Familie mit Kind und so, nie Geld gehabt. Aber diese alten Ford, die hast du halt billig gekriegt, auch die Scorpios, ne? Hast ja, ja. Für 300-400 € mit TÜV und alles. Und die habe ich mal als Familienwagen dann genutzt. Du hast viel Platz da drin gehabt. Das auf jeden Fall. Ne? Und zuverlässig waren die eigentlich auch. Ja. Und da haben wir viele Dinger von gefahren. Das ist ja auch klasse. Ja. Sierra Kombi gibt es, also Turnier gibt es ja so gar nicht mehr, ne? Siehst du nicht, ne? Nee, nee. Da war neu einer bei eBay Kleinanzeigen und das Diesel sogar, 2,3 Liter Diesel. Ja. Der hat auch TÜV drauf gemacht für 1,5, habe ich gleich angerufen, weg. Ja. Gut, für 1,5 hätte ich den auch also mit Diesel sowieso gleich gekauft. Ja, ja. Das war ja dieser Peugeot Diesel, ne? 2,3 Liter. Ja, ja. Und dann als Kombi, ganz, ganz, ganz seltene Kombination. Ja, ja, ja. Also. Wahrscheinlich auch Behördenfahrzeug mal gewesen. Die sind auch als Notarztwagen früher häufig gelaufen, ne? Ja, ne? Ja, den war nicht, der war ja. Blau Metallic, glaube ich, wenn ich den in Erinnerung habe. Den hat dann irgendwann wahrscheinlich auch vielleicht ein älterer hergefahren, irgendwann in eine Garage vergessen und das war's. Dann haben sie den irgendwann rausgepult, wieder zum Laufen gebracht, TÜV raufgedonnert, fertig. Tja, eigentlich noch viel zu wenig Geld. 1,5 ist nichts. Naja, für das Auto. Ja. Ich weiß jetzt, ich kenne die Preise nicht mehr auswendig, aber. Ja, aber als Sierra bist du auch schon 3.000-4.000 € unterwegs. Ja, ja. Aber auch als Limousine. Ne? Ja. Die Kombi ist ja meist noch 15% teurer. Ja, ja. Ne? Aber Sierra Kombi, weiß ich, weil ich den das letzte Mal gesehen habe. Ach, weder angeboten noch im Verkehr. Also, ja, ja. Ich gucke jeden Tag Autoanzeigen, aber nur aus Spaß. Findest du nicht? Nö, nö, nö. Das sind mal die Autos, die damals keiner mehr haben wollte. Die einfach alle weggeschmissen wurden, weil die keinen Wert hatten. Nö. Und jetzt sind sie verschwunden. Ja, so. Genauso wie Vectra B vor Facelift. Auch weg. Auch weg. Ja. Ja. Vectra A sowieso, alles weggeschmissen. Ja, ja, ja. Mich ärgert es immer noch, dass ich mein Vectra B weggeschmissen habe, aber gut. Ja, hätte es wegstellen können. Ja. Hätte ich das damals gewusst und heute, das Geld von heute gehabt, ich hätte ihn nicht weggeschmissen, aber gut. Kann man nicht ändern. Ja, haben wir VW T3. Ja, grün. Schleswig-Holstein gekauft, 50 PS Diesel. Motor wurde mal komplett gemacht, also Vorbesitzer hat da viel Liebe reingesteckt. Die Optik ist nicht so, aber die Technik hat da viel Liebe reingesteckt. Die Farbe ist dicker als das Blech. Ja, auf jeden Fall. Aber fährt schön. Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Ich bin noch mit unterwegs mit dem Ding. Das fährt echt gut. Den hat er auch einfach nur gerollt oder was ist das denn? Oder so gestrichen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat überall, wo Korrosion war, hat er einfach immer rüber gepinselt. So eine Schicht nach der anderen. Ja. Aber irgendwie hat es ja trotzdem TÜV gekriegt. Ja. Ist einfallsreich. Ja. 3 Farben plus braun. Ja. Das ist schon eine coole Nummer. T3 auch verdammt selten geworden. Ja, weil wie schön mit LED-Arbeitsscheinwerfer braucht man ja. Unbedingt. Und den hat er noch zum Arbeiten benutzt. Der war, ja, zum Arbeiten jetzt direkt nicht, die sind wo viel Festivals und sowas damit gefahren. Ja. Aber irgendwie, auch innen drin hat er überall LED-Lampen verbaut, hat er wohl so ein Spiegel gehabt. Ja, gut. Bringt Licht, ne? Bringt Licht. Bausteinwerfer hat er tatsächlich auch auf LED umgerüstet. Sieht man so gar nicht, aber der hat gutes Licht. Ist ja auch was für die Sicherheit, sagen wir mal so, ne? Ja. Das ist ja nichts Dämliches. Nee, das ist also ein feines Auto. Ja, glaube ich wohl. Ja, schön Fendt haben wir noch. Ollen Fendt. 3S. Auch relativ selten, weil das der Rundhauber ist. Der hier ist Baujahr 66. Der kam auch 66 erst auf den Markt, der 3S. Und ich glaube, ab 67 oder 68 hat er da schon diese eckige Haube gehabt. Ja, das stimmt auch. Das stimmt. 68 wurden sie, glaube ich, eckig, wenn ich das alles noch so auswendig weiß. Ich bin jetzt nicht der große Trecker-Experte, auch wenn ich. Nee, bin ich eigentlich auch nicht. Nee, ich bin zwar mehr auf Trecker-Treffen als wie auf Autoaufstellungen, aber irgendwie kann ich mit Trecker nichts anfangen, weil ich habe mit Landwirtschaft nichts zu tun. Derjenige kommt aus dem Nachbarort. Ich hatte den bei eBay Kleinanzeigen gesehen und fand den eigentlich ganz lustig. Ich habe immer gedacht, dass diese Rundhauber, dass die viel kleiner sind. Da hatte ich gesehen, wie der Typ daneben steht. Ich denke, was ist das denn? Bin da auch hingefahren, das Ding angeguckt. Ja, fand den ziemlich cool und ja, war auch nicht teuer. Und dann habe ich gesagt, auch, den nehme ich mal mit. Ja, die gibt es aber auch in kleiner, das weiß ich. Ja, das bei uns im Dorf fährt einer, der ist voll restauriert und der ist halb so groß. Also, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Und es gibt die auch mit halb so langer Motorhaube. Ja. Ich weiß nicht, ist das jetzt 5 oder 6 Zylinder? 4 Zylinder. Ja, doch nur 4. Ja. Ja, gut. 4 Zylinder, 45 PS, 3 Liter Hubraum. Auch nicht mehr Hubraum? Nee. Hätte ich aber höher geschätzt. Nee. Nee, macht ja nichts. Braucht ja für das Ding. Ja. Zum Stehen auf jeden Fall, ne? Ja, zum Stehen für 3 Liter genug. Ja. Ja, sah man nur eine Turbo Cabrio, kam auch mal von Max das Auto, ist aber auch nie so richtig ans Laufen gekommen, geht jetzt weg. Ja. Weil ich werde mich da eh nicht mehr mit beschäftigen und wenn er noch länger steht, wird er auch nicht besser. Nö. Der ist auch schon verkauft. Ja, gut. Ja, dann haben wir hier, die kennt man auch, Max, sein ehemaliges Firmenfahrzeug hier. Volvo 850 T5. Gehört jetzt meiner Tochter. Die hat auch von jemandem in der Hand von so einem Volvo-Club und die werden ihn wieder instand setzen. Soll wohl auch die nächsten Wochen irgendwann losgehen, dann holen die den hier weg und dann wird der wieder schön gemacht. Soll er wieder auf der Straße. So, das freut mich für das Auto. Ja. Der hat über 220 PS, ne? Ja, 220 PS. Ja, war ich doch. Ja. Ja, wäre schade, wenn der verreckt, ne? Genau, da gibt es halt wenig von und ich finde, der hat das dann auch verdient, dass er mal einmal wieder richtig schön gemacht wird. Ja, das auf jeden Fall. Die Kopfrichtung ist ja durch bei dem. Das machen die dann. Also der Motor wird einmal komplett überholt, Technik soweit alles in Stand gesetzt, TÜV kriegt er dann und dann kannst du den mitfahren. Ja, schön. Ja. Ja. Ja, der weiße Audi 100 C4 ist von Heiko, ist ja einer aus Max Community. Das ist der gleiche, wo er den BMW her, den 6er, den 635 CSI, ist der gleiche Vorbesitzer. Achso, ja. Habt ihr mit dem E39 zusammen abgeholt? Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ja, haben den geholt und ja, wir haben da das mit Heiko oder so vereinbart, dass wir die ja sehr günstig gekriegt haben und dass die dann auch hier bleiben, dass er die immer noch mal wieder sehen kann. Und Heiko meldet sich auch tatsächlich regelmäßig und fragt, was der Schätzchen so macht. Also wir sind da im regelmäßigen Kontakt. Ist ja niedlich. Ja. Nee, der bleibt auch. Jo. Ne? So, hier haben wir noch einen T3. Einer wäre langweilig. Ja, man muss unbedingt 2 T3 haben. Ja. Eigentlich müsste man 3 T3 haben. Eigentlich ja. Ja. Eigentlich fehlt mir jetzt so nach Einzelkabine und Doppelkabine fehlt noch ein Kasten. Ja. Oder einen 9-Sitzer als Bus. Ja, wäre auch schön. Aber richtig teuer. Richtig teuer. Also das kannst du ja immer nicht mehr bezahlen. Nee, das glaube ich auch. Das ist mir auch nicht wert. Nee, auf jeden Fall nicht. Also zum Gurkentarif ist das okay. Ja. Ne? Fährt auch gut das Auto, 50 PS Diesel. Glück hat er auch angemeldet bezahlen. Also. Oh. Aber also jetzt, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro für so ein Ding auszugeben. Mir persönlich das nicht wert. Nee, mir eigentlich auch nicht. Wie heißt das Auto? Das ist ein Mercury Sable, habe ich auch damals mit Max aus Celle geholt, auf eigene Achse überführt das Auto. Ja, das Video habe ich gesehen. Bei der Optik habe ich mich gleich schockverliebt, der musste unbedingt sein. Ja, sieht ein bisschen aus dem Spiegelei, ne? Ja, von vorne, sag ich mal, wie so ein zu heiß gewaschener Jaguar und von hinten, als wenn ein Elefant drauf gesetzt wird. Ja, aber irgendwie interessant, also ich mache den wohl. Ja. Vor allem ist ein 3 Liter 24V drin mit 200 noch was PS. Der läuft auch gut. Das ist wirklich schön, das Auto. Ja. Ich finde den interessant. Also finde ich interessant. Also das interessant ist, fand ich auch. Ich habe den gesehen. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Und wenn das kurios ist, dann habe ich immer sowieso mal so ein größeres Herz dafür. Dann und Anhängerkupplung. Anhängerkupplung. Auch sogar mit 2 Steckdosen. Brauchst du nicht mal einen Adapter. Ah, cool. Optimale Auto für dich. Ja, auf jeden Fall. Noch Nummer 4 für heute. Ja. Dann haben wir hier noch 124er Mercedes. Genau, der gehört meiner Tochter. Das ist ein 220er. Ja, 150 PS. Wie gesagt, meine Tochter, die hat auch so ein Faible für alte Autos und scheinbar auch in Rot, weil gleiche Farbe wie der Volvo. Und dann hat sie noch diesen Mitsubishi Lancer, der auch mal von Max gekommen ist. Und auch nochmal genau der gleiche Farbe. Ja, irgendwie komisch, ne? Kleiner Rotfaible. Wo Rot war ich auch verleiden. Ja. Ja, den haben wir gerade schon gestartet hier. Ja. VW Jetta, auch von Max. Ja. Kommt aber auch weg, wie du gerade gesagt hattest. Genau. Den fand ich eigentlich nur interessant, weil er nicht lief oder ja, ihn auch nicht zum Laufen gekriegt hatte. Und ja, haben wir so lange dann rumgebastelt. Jetzt läuft er, wie wir auch schon gehört und gesehen haben. Jetzt ist er langweilig, jetzt kann er wieder weg. Gut. Gerade lieber noch. Ein Chrysler E-Baron. Ja. Ja. Habe ich einmal mal von Autocaravan gekriegt mit dem Mimik da vorne zusammen. Das war ein Paket damals. Der war mit über 3 Liter V6. Schon ordentlich. Der läuft auch, ist eigentlich auch so vom Innenraum, von der Technik her ist der schön, aber ist halt hinten, wie man sieht, komplett weggegammelt. Ne? Ich habe es noch gar nicht angeguckt, aber ja, der ist weg. Der ist weg. Der ist also richtig tot. Obwohl ich finde die Farbe sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auch vom Innenraum her ist der super, ne? Den hat irgendwie so eine Frau Doktor vorher gefahren, das Ding. Also der ist mit Sicherheit auch mal eine Zeit lang immer gepflegt worden. Ne? Ja, das glaube ich auch. Hier von Autobäcker kennt man auch aus den 90ern, von den ganzen US-Fahrzeugen. Autobäcker war ja mal ganz weit vorne. Sagt mir nichts. Aber 90er. Die Leute, die früher mal diese, wie hieß das denn? DAT-Zeitung, das war so eine riesen Zeitung mit Gebrauchtwagen. DAZ meinst du? Das, genau. Ja, die habe ich schon früher gelesen. Ja, und da war immer eine riesen Anzeige von Autobäcker drin, immer mit US-Cars, das weiß ich noch. Ich weiß es. Studiert die Dinger. Ja, ich hab die gesammelt. Ja. Ich habe die gesammelt. Ja. Habe ich immer mal von Apfel und Ei verkauft. Ich dussel, aber gut. Man macht halt Fehler, man macht was richtig. Ja. Ja, aber kannst halt nicht alles auf. Nee, ich habe auch keinen. Nee, das wird es nämlich nicht. Das ist das Problem. Gut. Ja, dann machen wir hier weiter. Machen wir hier den Audi 100 weiter. Genau, Audi 100 Typ 44. Geschichte zu dem Auto habe ich kurz vor Silvester letzten Jahres aus einem so einer Art Bunker rausgeholt, aus der ehemaligen Bundeswehrstellung. Autos waren da 10 Jahre eingelagert. Dann ist da eingebrochen worden, man sieht ein bisschen Vandalismusschaden. Ja, sind aber 2,2 Liter Fünfzylinder und laufen auch und ja, irgendwann soll der dann mal wieder auf die Straße. Tolle Farbkombination, muss man sagen. Gold, Gold. Gold, Gold. Ja, ist wirklich schöner. Ja. Ist auch verdammt lange, also auch verdammt selten das Auto mittlerweile. Ja. Ich weiß noch vor 15 Jahren oder so, da sind Jumbo Schreiner und Meci Namen vergessen. Ja. Eine Rallye nach Italien gefahren, mit einem 500-Euro-Auto. Ja. Einer fuhr mit einem Fiat Panda und der Jumbo Schreiner ist dann mit einem großen Audi gefahren, auch in der gleichen Farbe. Ja. Der Jumbo Schreiner hat aber verloren und wurde das Auto klein gehackt. Ach du Scheiße. Ja, das dürfte man heute gar nicht mehr zeigen. Du. Das wird verboten. Ja. Gibt es eigentlich noch Jumbo Schreiner? Ja, aber der ist noch schlanker wie du. Oha. Mittlerweile und hat einen Vollbart, ich habe den gar nicht wiedererkannt. Ja. Muss man bei Facebook gucken, Jumbo Schreiner hat eine Facebook-Seite. Ja, ich weiß nicht, ob der noch im Fernsehen ist, aber Auto macht er nicht mehr. Ja. Glaube ich, weiß ich aber auch nicht. Er sieht auch ganz anders aus, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt. Der hat ja auch hier so Sendungen gemacht, wo er irgendwelche Sachen probiert hat und so. Ja, also ja. Daher kenne ich ihn eigentlich auch zuletzt noch. Autosendungen habe ich ihn gar nicht mehr geguckt. Ja. Ja, Buick Park Avenue hier war erst mein Auto. Ich habe den von Avenue, wie schon gesagt, mit dem Chrysler zusammen. Dann hatte Max den hier gesehen und fand den ganz geil, dann hat Max den gekauft, hat den TÜV fertig gemacht und als er den TÜV fertig war er dann wohl zu langweilig und dann ist er wieder hierher gekommen. Aber der Motor ist immer noch kaputt, ne? Also der läuft. Ja. Kannst du so anschmeißen und losfahren. Es ist halt nur, dass die Ölkontrollleuchte flackert ab und zu ein bisschen. Also die ist nicht an, sondern die flackert ab und zu. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist kaputt? Achso, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Schade. Ja, aber der hat ja schon viel damit gefahren, die waren doch auch hier nach Essen und sowas. Ja, ja, ja. Das hat er ja alles so mitgemacht. Ja, ist ein schönes Auto. Ja. Finde ich wirklich schön. Versaut die Farbe, versaut mal wieder vieles, aber gut, ein schönes Auto. Das ist halt auch typisch 90er, ne? Mussten sie alle silber sein. Ja, ätzend, ätzend. Ja. Da sind auch immer die 70er schön Farben. Ja, ja, oder Gold finde ich auch immer. Gold ist. Grün Metallic finde ich auch schön, also 90er Jahre mäßig, aber ja, ich mag es gerne leiden. Ja. So, das ist ein Fahrzeug, das ich wirklich gerne hätte. Ja. Haben wir gerade schon hinter der Kamera drüber geredet. Ich sage jetzt nicht, was der gekostet hat, das gehört sich nicht. Aber für den Preis hätte ich ihn auch gekauft. Ist ein 99er MAN, eigentlich nichts Spektakuläres. Ich finde, es ist auch kein sonderlich schöner LKW, es ist einfach ein ganz normaler MAN. Aber ich finde den cool. Den hätte ich auch gerne. Der ist cool. Ja, ja, es ist zwar irgendwie absoluter Standard, aber es ist cool. Ja. Und der war halt recht günstig, sagen wir es mal so. Und der fährt auch top, ne? Der hat nicht mal 200.000 gelaufen, was für ein LKW echt wenig ist. Ja. Und der fährt super. Also ja, glaube ich wohl. Hey. Richtig schönes Auto. Tolles Ding. Ja. Also das könnte man gebrauchen. Ja. Sonst nimmst du den hier, wenn du noch einen LKW fährst. Ja, ich glaube, mit dem könnte ich mich dann in der Privatinsolvenz anmelden. Ja, glaube ich auch. Was verbraucht der denn? Oh. 20 Liter? Na, kommst nicht mit aus. Nee? Nee, kommst nicht mit aus. 25, 30 Liter wird er wohl nehmen. Oh. Der ist sehr, sehr durstig. Das heißt, man kann also besser im Hotel schlafen, als mit dem Ding campen zu gehen. Definitiv. Definitiv. Ja. Und dann halt eben auch Benziner, ne? Ja, das weiß ich ja. Der Vorbesitzer hat gesagt, wenn man den jetzt nicht schneller wie 70 fährt und konstant fährt, dann kommst du auch mit unter 20 Liter klar. Aha. Ja, gut. Aber so im normalen Alltag, wenn du dann auch mal anfährst und abbremst und was weiß ich was, ja, ist das ein teures Vergnügen. Tja. Aber so zum Rumstehen geht das doch. Ja, ja. Nee, dann geht das. Ne? Ist ja ein interessantes Auto, auch eine interessante Geschichte. Ne? Ja. Einmal ja nach Bock. Aber wenn dann würde ich. Ja, wenn du von hier nach Bockholm mit dem Ding fährst, dann kannst du. Du brauchst die Ladefläche für die ganze Reserve, kannst du noch ankommst. Ich habe neulich eine Dokumentation über DDR-LKWs geguckt. Ja. Ein Tankwagen. Verbraucht einfach mal. Nee, war einfach nur ein ganz normaler Pritschen-LKW. Halt noch klein, so wie der hier, aber kleiner. Ne? Ja. Ich habe den Namen vergessen, weil es auch ein Robo war. Der war also Pritsche, also sag ich mal, die Pritsche ging nur bei dem LKW ungefähr bis zu der ersten Ladebordwand hier, dieses hier, ne? Ja. Benziner, Maybach-Motor. Uha. 37 Liter Spritverbrauch. Ach, Scheiße. Ja. Da kannst du gar nichts mehr mit werden. Nee. Ja, der ist cool. Immerhin. Ja. Ja. Was haben wir noch? Hanomag-Trecker. Ja, das ist noch interessant. Den habe ich tatsächlich, letztes Jahr haben wir eine Baustelle in Hamburg gehabt, da bin ich jeden Tag, der stand in der Nähe von Sittensen an der Straße und am Frontlader hing, bommelte so ein Zettel zu verkaufen. Und jeden Tag bin ich daran vorbeigefahren und am letzten Tag habe ich gesagt, so jetzt hältst du mal an und fragst mal nach dem Ding. Ja, und dann sag ich mal, sind wir uns auch einig geworden und dann habe ich ihn mitgenommen. Ich fand die Party da so schön. Ja, ist auch schön, sieht auch schön aus, das muss man sagen. Aber der fährt auch, ne? Der fährt. Ja, gut. Der läuft, funktioniert alles. Ja. Die fand ich irgendwie zum Hinstellen ganz lustig. Ja, ja, hier haben wir noch ein paar Japaner hier, unser Mudi hier. Da haben wir einen hier, auch ein paar Dörfer weiter, der importiert die Dinger direkt aus Japan und verkauft die aber eigentlich weiter irgendwie nach Osteuropa. Das, was gut ist, lässt er auch hier, aber das, was nicht so gut ist, das geht wohl nach Osteuropa. Und diese beiden, die stammen auf so einen Deal, der da geplatzt ist und ja, konnte ich so günstig erwerben und ich fand den halt total lustig, weil du sowas hier überhaupt gar nicht siehst. Nee, kennst du aus irgendwelchen asiatischen Filmen vielleicht, aber... Selbst die kenne ich nicht, aber gut. Ja, siehst du. Aber mit Allrad und Knicklenkung und Hydraulikkipper, das fand ich schon sehr interessant. Ja, ist es auch. Ja, also wie der Midi-Träger hier. Ja, den finde ich auch nicht schlecht. Ja, der wackelt nur so ein bisschen vorne. Ganz leicht ausgeschlagen. Ja, leicht. Wie alt ist das? Ich kann das nicht einschätzen. Ist, glaube ich, gar nicht so alt, wie es aussieht, ne? Doch, 70er ist das. Achso, doch schon. Ja, ja, gut, dann passt das ja. Ja, das ist 70er. Und dafür finde ich noch ganz gut erhalten. Ja, das stimmt. So von der Technik, der Motor läuft. Das ist eine Halbautomatik tatsächlich. Ja. Also da kenne ich auch einen, der ist da auch ganz, ganz heiß drauf. Wir wissen wer. Ja. Wir nennen seinen Namen nicht. Nee. Der hat da so nicht gefallen heute. Ja, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Wir wollen jetzt nicht Jan Wieting sagen. Nee, das ist auch nicht Jan. Das ist nicht ich weiß nicht. Ich wollte das nur davon ablenken. Egal, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wen wir meinen. Ja. Dann kriegen wir auch ein bisschen Geld dafür. So. Ja, das ist auch hier der Civic. Das ist ja hier jeweils von Dominik. Schön lackiert. Ja, und Leerlaufdrehzahl ab 5000 aufwärts. Die Farbe finde ich echt cool. Ja, mega, ja. Ja. Ich hätte den Sohn jetzt nicht unbedingt mitgenommen, aber meine Tochter, die hatte den im Video gesehen und sagte, Papa, der ist so geil, den musst du irgendwie holen. Ja, geht's weiter. Dann geht's weiter. Mazda 121. Den finde ich lustig. Finde ich auch sehr lustig. Hat bei mir tatsächlich auch ein bisschen Geschichte, das Ding. Deswegen ist er jetzt auch hier. Weil das war das erste Auto, oder nee, anders. Dem ersten gemeinsamen Urlaub, mit dem ich meine Frau gefahren bin, nach Dänemark. Das war 1995. Da wollten wir hin und ich hatte damals so einen Nissan Sunny Diesel. Und der ist auf dem Weg dahin, ist in Hamburg verreckt, ging nichts mehr. Dann haben wir den zurückgeschleppt zu dem Händler, wo ich den damals gekauft habe, das war ein Mazda Autohaus. Und ich sage, hier habt ihr euren Scheiß wieder, wir wollten nach Dänemark, was sollen wir jetzt machen? Dann hat er gesagt, ja, ich habe nur noch ein Auto da, unseren Vorführwagen. Haben gesagt, gut, bevor wir gar nicht nach Dänemark kommen, haben wir unser ganzes Gepäck da gelassen bei dem Autohändler, haben nur das Allernötigste noch mitgenommen und sind dann mit so einem Auto nach Dänemark gefahren. Und deswegen, ja, das war so die Story. Und da habe ich gesagt, irgendwann muss ich mal ein 121 wieder haben. Und dann ergab sich da so eine Geschichte, die will ich noch nicht spoilern, die seht ihr bald im Fernsehen. Und ja, einfach mal angucken. Ja, Montag 20:15 Uhr. Genau. Aber ich finde das Auto total toll, weil ja, erstmal ist es klein, es hat ein offenes Verdeck, ja, und eine Anhängerkupplung und einen Heckspoiler. Genau. Mehr geht nicht. Nee, also das habe ich so alle in der Kombination in einem Auto noch nie gesehen. Nee. Die 121 gibt es auch verdammt selten, oder? Ich bin noch nie. Mittlerweile auch komplett verschwunden. Ja, ja. Aber ich finde das witzig, weil man kann einfach die Sonne genießen und da hinten auch einen kleinen Wohnwagen dranhängen, so einen Trabi-Wohnwagen. Ja. Das stelle ich mir witzig vor. So, das ist, tatsächlich haben wir auch vor, mit diesem Auto, wollen wir dieses Jahr noch einen Ausflug machen, meine Frau und ich. So ein bisschen so retromäßig. Wir haben eine Ostsee-Fehmarn oder sowas, haben wir gedacht, fahren wir dann mal hin und dann nehmen wir den mit so ein bisschen, was so 30 Jahre später. Ja. Ja. Eine schöne Idee. Ja, den Nissan Micra hier, den habe ich mal gekauft. Der sollte nur ein bisschen Probleme mit dem Motor haben. Tatsächlich hat er Kapitalmotorschaden. Oh. Ich bin auch nicht mit dem Ding hierher gekommen. Ich wollte ihn auf eigene Achse überführen, weil es hieß, der lief nur ein bisschen unrund, aber der ist tatsächlich komplett platt. Sind wir dann nach ein paar Kilometern auch mit liegen geblieben mit dem Ding und dann habe ich den per Trailer dann hierher geholt. Jetzt steht er hier. Also wenn sich einer für so ein Auto begeistern kann oder vielleicht auch einen Motor dafür hat, könnt ihr euch ja abholen. Das ist der erste Micra, der heißt K10, ne? Das ist K10, ja. Ja, und K11 ist, finde ich, auch am schönsten. Der ist sonst eigentlich schön, also Karosserie ist schön. Innenausstattung ist super bei dem Ding, wirklich gut erhalten. Der hat auch erst 140.000 gelaufen. Ist eine Automatik. So. Und abgeschlossen. Eigentlich ein ziemlich cooles Auto. Ja, ist ein selten auch, ne? Ja, ja. Also da, da einer mal Bock drauf hat. Ja. Ja. Ford Pro. Turbo. Oh, das gab's auch, wusste ich nicht. Das gab's auch. Mit dem Mazda-Motor, 2,2 Liter Vierzylinder plus Turbolader. Habe ich mal gegen ein paar Visitenkarten getauscht. Ist leider komplett auseinandergebaut, das Ding. Das halbe Auto liegt im Kofferraum drin. Ja. Muss man wieder zusammenbauen. Motor läuft auf Bremsenreiniger, Benzinpumpe ist im Arsch, Elektrik funktioniert alles, aber komme ich nicht zu, habe ich jetzt auch schon abgegeben, also der ist eigentlich schon neuen Besitzer. Schade, ne? Ich hoffe, dass der den dann auch zusammenbaut, nicht, dass er gleiche Schicksal hat wie hier. Ja, schönes Auto, ich mache die gerne leiden. Also. Ja, mein Nachbar hatte früher so ein Ding gehabt, oder seine Frau, das Ding lief wie eine Rakete, ne? Ja, ja. Hat Druck ohne Ende, das Ding. Sieht auch verdammt schnell aus. Ja. Nee, die laufen wirklich super. Und dann mit dem Mazda-Motor oder mit der Mazda-Technik auch unverwüstlich. Ne? Ja, ja. Gab es den von Mazda eigentlich auch? Nee. Nee, war nicht auch. Mazda hat ja dann den RX-7 gehabt, aber mit Wankelmotor. Ja, ja. Aber es gibt das nicht, das gleiche Auto, was so aussieht wie dieser hier nur von Mazda. Ne? Nee, nein, gibt's nicht. Wir haben ja auch neu. Leider nicht. Hey. Audi 100. Audi 100, ja. War mit dem Golden, den wir eben gesehen haben, zusammen. Ja, kann ich nicht rüberschwenken, egal. Genau. Wie gesagt, habe ich da auch aus dem Bunker da rausgeholt. Und den würde ich natürlich sehr, sehr gerne auf der Straße sehen, weil das ein originaler CS. Das ist ja die Sportvariante gewesen. Die sind halt noch ein bisschen seltener wie die normalen CC. Aber leider ist das auch der schlechtere von den beiden vom Zustand her. Der Goldene ist blechmäßig und so ist der besser. Aber mal gucken. Wollte ich ja mal Jens gefragt haben, vielleicht hat er da irgendwann mal Bock drauf, viel zu machen. Weil sonst finde ich richtig schönes Auto. Ich mache den auch in dem Rot gerne. Da gab es auch in den 80er Jahren mal diese Werbung von Audi, wo die diese Skisprung... Ja, ich weiß, was du meinst. Und das war genau das Auto. Ja, ja, aber der war Gold, der hochgefahren ist, ne? Nee, der war auch rot. Ja? Ja, der war auch rot. Falsch vor Augen. Der hatte dann nur die silberne Felgen, die haben sich jetzt schwarz gemacht, aber hat auch genau die Felgen drauf gemacht. Ja. War halt im Quattro, das ist der hier nicht, ne? Nee. Sonst war das exakt das Auto. Ach so. Das war ganz lustig. Oh, schönes Auto. Ja, Ford Escort MK3 Cabrio. War irgendwann mal bei Max auf dem Kanal, das muss 22 oder so gewesen sein. Ja. Dann haben sie den repariert, im Livestream repariert damals. Da war doch hier, in der Nebenhalle war doch hier Gockel, nee, Gockel nicht, wie heißt er noch? Rufen. Ne? Rufen. Rufen. Der war doch eben, und einer war da doch noch. Keno Fight? Keno, genau. Ja. Die waren dann in der Nebenhalle da am Tüdeln und er hat einen Livestream gehabt und dann kamen die dann noch rüber und dann haben sie den noch im Livestream, haben sie den wieder zum Laufen gebracht. Ne? Und ja, er konnte da nichts mit anfangen. Ich bin natürlich Ford-Fan und habe mir das Ding dann immer gezogen. Und da haben wir 22, waren wir auch viel mit dem Auto unterwegs, Max und ich, haben wir viel Videos auch damit gedreht, sind mit durch den Wald gefahren, wir haben Schrottplatztour hier in der Nähe gemacht mit dem Auto und all so Kram. Also da war der wirklich oft zu sehen. Hat aktuell kein TÜV, aber er sagt, das war für ihn, oder das ist für ihn Ehrensache, er will den TÜV auf diesem Auto erneuern, dann sagt der Mann los. Ist da viel dran zu machen? Nee. So. Der ist von unten, wir haben den schon auf der Bühne drauf gehabt, der ist von unten komplett rostfrei. Der sieht von unten schöner aus wie von oben. Ja, ich wollte oben sieht er nämlich nicht einladen aus, darum frage ich. Also. Ja, der ist von unten ist der top, super. Also da ist nicht viel dran. Was ist mit der Gurtaufhängung, da wollte er nochmal beigehen. Und eigentlich ist es das auch schon. Dann kam er fast zum TÜV. Schönes Auto mittlerweile. Ja. Ja. Springt immer zuverlässig an und so, ist eigentlich echt ein Top-Auto. Ja, wir haben noch einen roten Sierra. Irgendwann habe ich gedacht, ich müsste vielleicht zwei rote Sierras haben. Im Nachhinein ziemlicher Quatsch. Von daher. Aber die hat einen Dachgepäckträger, das finde ich interessant. Ja. Und ein Schaltgetriebe. Ja, es sind 2 Liter OHC. Ich habe ja die im anderen, das ist ja ein DOHC. Das ist der alte mit 100 PS noch, der Einspritzer. Ja. Läuft aber sehr schön. Also Vorbesitzer hat sich wirklich gut drum gekümmert um das Auto. Ist aber so ein Nullaufstatter, ne? Der hat gar nichts. Der hat keine Servolenkung, keine Zentralverrückung, der wirklich nichts, null. Fährt einfach nur. Ja, immerhin. Ja. Schönes Auto, die macht die wohl leiden. Ja, für mich war das interessant, der hatte schon ein Haargutachten gehabt. Und auch noch Resttüfte, deswegen hatte ich mit ihm damals gezogen, für ganz wenig Geld. Aber seitdem steht er hier auch, hätte er nichts mehr damit gemacht. 89er ist das, ne? Steht zumindest in den Scheiben drin, ne? Ja. Das ist einer der ersten von dem Facelifter mit dem weißen Blinkernatschuh und mit dem anderen Kühlergrill. Vorher war ja die Haube komplett bis unten durchgezogen, da war es geschlossen. Stimmt, das sah nicht so schön aus auch. Ne? Nee. Und dann haben wir irgendwann den kleinen Minigrill da reingetüdelt. Das sieht schön aus. Ja. Sierra kam 85, 86? Sierra, der erste, kam 83. Ja, so früh schon. Ja. Das war der direkte Nachfolger vom Taunus, was ein völliger Stilbruch war. Ja, stimmt. Ja, die hässlichen, die du meinst, die kamen so 83. Und dann so. Ja. Ja. Und interessant finde ich, das würde ich auch gerne nochmal haben, die allererste Serie vom Sierra sollte ja auch so ein bisschen Nachfolger vom Granada mit werden. Und dann haben sie ja die alten V6-Motoren aus Taunus und Granada, haben sie dann im Sierra noch eingebaut. Ja. Nur von, ich glaube, von 83 bis 85, wenn ich das richtig weiß. Danach hatten sie alle Vierzylinder-Motoren drin. Ja. Und so einen hätte ich gerne nochmal, so einen ganz, ganz frühen Sierra mit einem V6 drin. Das wäre doch mal lustig. Aber ist ja auch alles verschwunden. Ja, klar, das ist klar. Oder teuer. Ja, das ist klar. Ja. So. Bleiben wir beim Thema Rotten. Rotten. Der ist richtig rotten. Ne, also wenn ich jetzt mal irgendwann auf Lüneburg geholt, das Auto. Wenn ich jetzt den hier machen würde, hätten wir den Rost auf dem Boden. Ja. Schade drum. Rost und Bauschaum hast du dann auf dem Boden. Oh. So ein schönes Auto, so ein Scorpio. Ja, der ist auch gut ausgestattet. Das ist ein Gier, ne, mit allem drum und dran, aber ist halt so mit normalen Mitteln einfach nicht zu retten. Das ist wirklich was für einen ganz ambitionierten Schweißer, der sagt, ach, ich habe eh nichts Besseres vor, da kann ich auch mal ein paar Wochenenden an dem Auto rumbraten. Ja. Dann ist das vielleicht was. Und mittlerweile leider auch Benzinpumpe im Arsch, das heißt, der springt auch nicht an. Aber hat vorher, wo ich den geholt habe, hat er einen freigelaufenen Lieferant. Ja. Aber jetzt steht er halt auch schon 2 Jahre und dieses eine Jahr, wo der in Friedeburg stand, das ist ihm nicht so gut gekommen. Immer dieser Friedeburger. Ja, immer diese Verbindung. Ja, Als hätten wir das hier geskriptet. Ja. Als wären wir hier bei D-Max. Ja, genau. So, ich laufe hier gerade erstmal durch den Fall. Ja, lauf doch mal. Ja, ich stoße lieber am Scorpio an. So. Machen wir mit Scorpio weiter. Genau. Ja, der erste Scorpio. Ja, noch ein Scorpio. Ist ein 2.9er V6. Hat original 50.000 gelaufen. Oh. Ja. Sonst gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Ja, man auch mal günstig geschossen. Hat, wie man sieht, Rentnerautos überall rundherum angeschubbert, das Auto. Ja. Aber von der Technik her ist der halt echt richtig schön. Okay, ich sage das in einer anderen Seite. Gut. Also ein 2.9er mit 145 PS. 2.9er mit 145 PS, ja. Und ganz komische Variation, hat zwar den dicken V6 drin, ja, aber null Ausstattung, gar nichts. Nicht mal einen zweiten Außenspiegel. Nee, stimmt, da keinen zweiten Außenspiegel. Nee. Stimmt, das war früher Zusatzausstattung. Ja, genau. Interessant. Das haben sie sich gespart, dafür haben sie den Big Block genommen. Ja. Das war wohl wichtiger. Oh, gut. Ja, Ford Taunus, der weltberühmte Flammtaunus. Ja. Erst bei Marco Degenhardt auf dem Kanal, Halle 77, dann ist Max gekommen, dann aufwendig von Gordon restauriert. Und ja, jetzt ist er bei mir, waren wir letztes Jahr mit der Bocker mit dem Auto. So. Das ist auch ein Auto, das werde ich auch nicht mehr weglegen. Nein. Ich würde ihn auch behalten. Ja. Ich finde die Optik cool. Ich habe es früher schon immer gesagt. Ja. Weil der erinnert mich so an die Stockers von Stefan Raab von früher. Genau, ja. Ne? Mein Granada darfst du heute so nicht mehr verschandeln, aber so ein Taunus, der nun nicht so ja. Ne? Aber ich finde es cool von der Optik her. Finde ich auch cool. Ja. Das ist auch cool, das Auto. Ich finde alles auch zeitgerecht, weil früher waren die so. Ich weiß auch, früher gab es hier bei uns in der Nähe, die nannten sich die Gutenholzer Bomber. Ja. Und die fuhren nur Granada 1, Granada 2, die Taunus und alle in matt schwarz gerollt. Ja. Also der Markenzeichen. Ne? Ja. Und das war halt so 90er Jahre, 80er Jahre, da sah das halt so aus. Und ich finde, es ist auch nicht hässlich. Ja. Ich mag das so leiden. Also ich finde es wirklich schön. Ja. Also ich finde das schöner als so ein Glanzlack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gerade die Flammen, das ist so richtig zeitgenössisch, das gefällt mir ganz gut. Ja, ja, das ist hier noch ein Taunus, etwas älter, wie man sieht, das Vorfacelift, ist ein TC von 79. Ist ein Holland-Auto, war für mich mal so ein Experiment, habe ich mal oft bei Wieting gekauft und ich wollte mal wissen, wie ist das, wenn man da Paragraph 21 drauf macht, weil wir hatten das Thema ja eben gehabt bei dem Renault schon und das war weniger aufwendig, als ich das dachte. Und mittlerweile hat er tatsächlich dann auch TÜV neu gekriegt und hat deutsche Papiere, da kannst du also so mit losfahren. Und eigentlich auch ein cooles Auto in der Kombination als Zweitürer, schon nicht so oft zu finden, mit dem Vinyldach noch und so, finde ich, sieht auch ziemlich cool aus. Stimmt, also ich finde den cool. Ja. So Farbkombinationen und so, das passt alles bei dem Auto. Was haben wir hier? Ein Granada. Granada haben wir hier, genau. Das wird auch so ein Auto sein, der soll jetzt TÜV kriegen. Ist auch gar nicht viel dran, der ist noch in einem ziemlich guten Zustand. Und der wird auch auf der Straße. Also den werde ich auch dann angemeldet lassen und immer mal wieder mit reiten. Vielleicht tatsächlich mit nach Bockhorn fahren oder so, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wollen wir den jetzt auch relativ kurzfristig mit über den TÜV schieben. Ne? H-Gutachten hat er schon, dann braucht er nicht nur normalen TÜV und dann kann das losgehen. 2 Liter Maschine mit? 2 Liter, 4 Zylinder, 100 PS. 100 PS, oder? Ja. Ja, das sind die neueren Motoren, ja, ja. Mhm. Ja, das ist einer so 85er. Ich wollte sagen, ab 85. Der Vorbesitzer hat hier extra das Lenkrad noch mit weißem Leder beziehen lassen, damit es auch zum Auto passt dann. Ob das ein schön ist, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber mir gefällt es nicht, aber gut. Ist auf jeden Fall kurios. Nebelhorn hat er auch? Nebelhorn hat er auch. Also den Drehzahlmesser nachgerüstet. Ach so. Und dann hat er überall Lautsprecher drin. Der ganze Kofferraum ist voll mit Subwoofern und was weiß ich was. Und was war das denn für ein Vorbesitzer? Das war der gleiche Vorbesitzer, der auch den Cabri hatte, ja, der jetzt bei Max ist. Ja, das war ein Lehrer und der hat halt irgendwie, weiß ich nicht, hatte auch so einen Gurkentick oder sowas. Hat das alles so umgebaut, wie er das gut fand. Ne? Ja, gut. Das passt doch einfach gar nicht. Der alte Oldtimer in langweilig weiß und dann die ganzen Subwoofer. Ja. Das passt für mich nicht. Aber beim Capri ja auch, ne? Da hat er dann ja ein Drehzahlmesser nachgerüstet, den er einfach in so einer Milchdose eingebaut hat und so. So, gut, wenn's funktioniert. Jo. Jo. Da vorne steht ein Pontiac, von dem ich den Namen nicht weiß. Feuerkugel, Firebird. Ach so, doch so einfach. Ja. Stimmt, das ist ein Firebird. Das ist ein Firebird. Mit Hinterreifen so breit wie hoch. Ja, fette Reifen, was sind das denn für Reifen? 285 oder was ist das? Oh. Das ist eine gute Frage. Ja, ist ja auch egal. Ah. 255. Ja, sicher. Mit einem 3 cm verschätzt. Oh. Ja. Ja. Schönes Auto. Schönes Auto. Muss auch noch zum TÜV gebracht werden. So ist eigentlich alles, hat neue Bremsen, Reifen, blablabla. Kann man so mit zum TÜV hin, muss er auch. Und dann sollte er auch im Sommer, weil er ja die T-Tops drin hat, ein bisschen als Cabrio mitlaufen dann. Ja, das ist ein schönes Auto. Ja. Auch 5,7er V8 hatten die, ne? Nee, das ist ein 3,4 Liter V6. Ach so, oh. Ja, ja. Bin ich schon blamiert. Der sieht zwar aus, als könnte der was, aber der kann nichts. Ach so. Der kann nur gut aussehen. Ja. Ja, coole Optik auf jeden Fall, ne? Ja, ja, Optik finde ich auch gut. Also gerade, weil er so aussieht, wie er aussieht, ja, ne? Finde ich das eigentlich ganz. Der ist aber auch hier nachlackiert, ne? Ja, der war ursprünglich mal gelb. Sonnengelb. Ja, 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 ich sehe es gerade. Ja. Man sieht es hier richtig schön unten an der Türkante oder am Schwellerbereich. Ja, Scheinwerfer überall. Ja. Das ist natürlich, ne? Aber ein Gelb sähe der auch wirklich scheiße aus. Der wäre auch richtig scheiße, ja. Ich finde Gelb sowieso schrecklich auf Autos. Ja. Aber ich finde so in dem Mattgrau, das finde ich, das passt irgendwie zu. Ja, das passt, das passt. Das ja. Sieht gut aus. Ja. Mikado. 86C, 2F. Ja. Kam, ich muss das fast gar nicht mehr sagen, kam mal aus Friedeburg das Auto. Haben wir dann zum Winter hin, habe ich viel gemacht, habe eine neue Kupplung gekriegt, die war runter, Reifen waren fritter, hat er neue gekriegt, die ganze Zündung, das funktionierte alles nicht, haben wir alles neu gemacht, neue Zündkerzen, die war zum Teil zerbröselt schon da drin und jetzt läuft er aber vernünftig. War jetzt mein Winterday, die habe ich jetzt nur abgemeldet, weil das Jahr jetzt war. Aber der zum nächsten Winter hin, der wird angemeldet. Sonst ein schönes Auto. Der hatte ja auch erst 54.000 Kilometer gelaufen. Ja, ja, ja. Das fand ich so interessant an dem Auto. Den habt ihr auch in der ersten Staffel gemacht, ne? In der ersten Staffel von Max Speedshop, oder bin ich da wieder völlig im Falschen? Nee, den hat er außerhalb von Fernlingen gemacht. Achso, dann habe ich das falsche im Auge, im Ohr. Den hat er doch irgendwo aus der Garage rausgezogen bei so einem älteren Herrn. Ja. Und er hatte den doch an seinen Sohn ausgeliehen. Der hat sich mit dem Auto überschlagen. Das lag im Graben drin. Und dann haben die versucht, den ein bisschen wieder herzurichten. Du siehst auch, der ist oben noch überall verbeult. Ja. Du merkst auch, die Türen gehen schwer auf. Also die Karosserie hat auf jeden Fall ordentlich einen abgekriegt. Dann so vorne dann mit andersfarbigen Sachen das hier ein bisschen wieder hingetüdelt. Und ja, die Frontscheibe fehlte. Da ja. Hat er doch noch die Frontscheibe da eingegeben lassen. War das nicht sogar während des Museums? Ja, das während des Museums kann ich das reinziehen. Ja, ne? Ja, meine ich auch. Waren die da? Ja, darum komme ich auch aufs Fernsehen, weil, so. weil der Max mich dann noch gefilmt hat, als ich da im Film war. Als ich mit Max gesprochen habe und da war das Fernsehen da. Ja, okay. Ja, das, darum war das so. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wie ich darauf komme. Dann haben sie zumindest das Einkleben der Scheibe auch im Fernsehen. Ja, das meine ich doch. Ja. Aber ich meine auch, dass D-Max das nicht senden wollte, hat Max gesagt. Warum weiß ich auch nicht. Warum weiß ich aber nicht mehr. Und die standen da im Museum zu filmen, war brechend voll. Ja. Und keiner wusste, wo man hinlaufen sollte, weil alles voll war. Ja. Weiß ich noch. War im Juni oder Juli oder so. Ja. Naja, egal. Nee, aber war auf jeden Fall noch technisch für einiges dran zu machen. Ja, viel Arbeit für so einen kleinen Polo. Ja, also hätte ich bei 54.000 Kilometern auch nicht gedacht, dass das doch noch so eine Baustelle am Ende ist. Nee, das war viel, das weiß ich. Ja. Ich meine, ich bin sowieso kein Fan von diesen Autos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß nicht, warum man da so viel Geld und Mühe reinsteckt, aber gut. Fährst du trotzdem noch mit mir nach Hause? Nee, also nicht, warum Max die Dinger kauft und verkauft und keine Ahnung was. Ich finde die nicht. Ich finde das nicht. Ich finde die nicht berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Golf 2 hat jeder Hans und Franz. Ja. In Norddeich das letzte Treffen letztes Jahr. Golf 2, Golf 2, Golf 2, Golf 2. Und ein einziger 86C und das war meiner. Oh. Und alle haben mich blöd angeguckt. Hm. Irgendwann kommt der Moment, da sind die auf einmal Geld wert. Dann suchen die alle die. Sind die jetzt schon? Ja, die findest du nichts mehr. Sehr teuer sind die geworden, das habe ich mitbekommen. Wo ich das gesagt habe, wo der Jan da war, der wollte den auch so mitnehmen. Ja. Ich sage, hast du den mal genau angeguckt? Ja, ja. Ist egal. Nimm ich. Ja. Ich sage, nee, der bleibt. Den will ich nicht mitgeben. Aber der hat den theoretisch genommen. Heute Morgen habe ich auch drei Stück stehen da oben, wo wir losgefahren sind. Weil wir mal auf dem Platz da. Hm. Das ist ja nur zu vergangen. Ich brauche keine Teile davon übernehmen. Die kommen jetzt richtig bald. Ja, ich glaube das auch. Ja. Also die wären schon teuer, aber ich glaube, der Tag wird kommen, dann geht das auch so bei 3 Scheiner aufwärts los, wenn du nochmal einen 86C haben willst. Ja. Was viel Geld ist für so ein kleines Auto. Ja, du kriegst nicht besonders viel Auto für Geld. Nee. So. Aber ich finde auch, das macht auch Spaß, die zu fahren. Also ich habe den gerne gefahren. Ich feiere die, ich mag die. Ja. Mein Onkel hatte damals auch einen. Vielleicht liegt das daran. Ja. Ja, und hier haben wir mein Lieblingsauto. Den hast du auch bei uns aus der Ecke weggeholt, ne? Mhm, genau. Ja, ich habe den ewig inseriert gesehen und dachte, das ist ein geiles Auto. Ja. Aber der war heiler, als du den gekauft hast, ne? Nein, der war so wie er jetzt ist. Achso, weil der wurde auch mal heiler angeboten. Also der wurde mal heiler angeboten, dann ist der... Ist jetzt nur so Halbwissen, ich weiß das nur von dem Verkäufer, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Der ist in irgendeiner Tankstelle wohl eingelagert worden. Ja. Und dann haben die irgendwann diese Tankstelle, weil der Vorbesitzer verstorben ist, haben die abgerissen. Ja. Aber das Auto stand noch drin. Oh. Das ist ihm wohl nicht so gut bekommen. So wurde mir das erzählt, das stimmt. Das kann ich nicht. Aber ich meine, da hat einer mal richtig Geld reingebuttert, ne? Ja. Also der Vorbesitzer hat gesagt, dass derjenige, der da viel Geld reingebuttert war, oder soll auf jeden Fall, war das mal ein Auto von Diet Müller. Dem hat er mal gehört. Ja, das habe ich mal gehört. Ja, ob das jetzt alles stimmt, wie gesagt, weiß ich nicht, kann man nicht belegen. Steht auch nicht in den Papieren drin. Das weiß ich nicht. Wahnsinn. Das sieht aus wie ein rollendes Modell. Ja, so eine richtige Jugendkarte. Ja, ja. Die Sitze sind ja fast so breit wie die Reifen von dem Pontiac. Ja. Cognac-Farben. Ja. Goldenes Lenkrad, Automatik, hat aber auch den 2.9er Motor drin, ne? Ja, das weiß ich noch aus der Verkaufsanzeige. Ja. Der war auch nicht, du hast da weniger als 2.000 € bezahlt, ne? Viel weniger. Ja. Nicht mal die Hälfte. Ne, ich wollte sagen, der war ja mal, für 1.500 war er auf jeden Fall mal drin, das weiß ich noch, und da wollte ich mir den schon gekauft haben, aber ich hatte damals kein Geld und was soll ich mit dem Ford? Der lief auch damals nicht. Nee? Nee. Da war der hinüber. Und dann hieß es irgendwie mit Zündplatte, irgendwas soll am Arsch gewesen sein. Und dann haben wir den hier hin, dann ging die Motorhaube auch nicht auf. Dann haben wir ja hier so ein Kurzvideo mal mit Max gedreht, wo wir die dann aufgestemmt haben, die Haube. Und ein bisschen dann rumgetüdelt und er war liefer dann. Also der läuft? Der läuft. Das ist ja cool. Und zwischenzeitlich habe ich dann die Lenken, funktionierte gar nichts. Mittlerweile geht das fast alles wieder. Ja. Bremse müsste man noch machen, du könntest da theoretisch schon mit losfahren. Also ich finde den Innenraum hammermäßig. Ja, der Innenraum ist halt... Wo findest du sowas? Nirgends? Nee, nirgends. Ja? Der Blöde ist, wenn ich jetzt kein Angebot dafür mache, weil ich weiß ja auch, der war Ewigkeiten bei eBay Kleinanzeigen. Niemand wollte den haben, aber alle kennen sie den irgendwie. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst einfach mal ein Angebot und mal gucken, was passiert, bevor sie nachher auf den Schrott stellen oder sowas. Ja. Und das hat dann auch funktioniert. Haben sie sogar selber hergebracht. Ja. Aber letztendlich, du musst ja die komplette Stoßstange vorne neu haben, denke ich mal. Ne? Ja. Du musst eine Lampe haben. Die Tür kannst du eventuell noch ausstellen, sage ich mal. Ja. Aber du kriegst die Farbe ja nie wieder so hin wie den Rest. Nein. Aber letztendlich wirst du das immer sehen. Also Stoßstange kannst du notfalls jetzt für den TÜV, kannst du auch, der untere Teil ist ja nur angeschraubt. Machst du ab. Das obere kannst du wieder einklicken. Dann ist das schon fast tüffig wieder. Ja. Dann kannst du das schon lassen. Der Blinker liegt sogar noch im Auto. Brauchst gar nicht kaufen, kannst du direkt einbauen. Dann musst du... Haubenschloss natürlich alles wieder neu haben, weil es jetzt aufgebrochen ist, den Zug neu verlegen. Aber ich sag mal, 1-2 Wochenenden Arbeit, dann hättest du den TÜV fertig. Ja. Ja. Du willst ihn mir gerade andrehen. Nein. Also es gibt einige Autos, die werden das hier nicht verlassen und da gehört er mit zu. Die würde ich nie verkaufen. Ja. Darf ich mich da einmal reinsetzen? Ja klar, setz dich rein. Wenn das schon so aussieht wie da, wo ich mich wohlfühle. Genau. Also wirklich, ich habe noch nie im Sofort gesessen. Das ist aber enger als man denkt. Ja. Das ist richtig Geld eingeflossen. Richtig. Ja, was das hier alles einmal gekostet hat, ne? Ja. Wir machen das gar nicht durchrechnen. Ich habe auch von dem Vorbesitzer oder von dem Verkäufer, der hat mir noch ein paar Bilder geschickt, so wie das Auto entstanden ist. Ne? Das ist schon echt. Da müssen zigtausende von Euro reingegangen sind, das ist schon Wahnsinn. Aber man sitzt hier verdammt gut drin, aber man merkt, dass das jetzt kein billiges Auto war. Ne? Ja. Das ist sogar Alu, wenn ich mich richtig fühle. Ja. Nee, also das ist echt ein hammermäßiges Auto. Ja. Echt cool. Automatik natürlich. Ja. Wie gesagt, großer Motor drin. Und ja, muss ja schon. Ne? Ja. Ja, wäre auch peinlich, wenn das hier ein 2,3er oder was wäre. Gab es einen 2 Liter im Scorpio? Ich weiß es nicht. Ja, doch, den gleichen Motor wie im Sierra. Ja, ja, stimmt, muss es ja gegeben haben, ja. Das wäre ja, wär peinlich. Ja. Der muss schon ein bisschen brüllen, sonst... Ja. Ich meine, gut, bei Spritverbrauch brauchst du auch nicht mehr drauf achten. Das war so einem Auto egal. Ja, ich meine, das heißt, ich sage, massig Geld reingegangen. Ob das Ding nun 12 oder 14 Liter verbraucht, ist ja auch scheißegal. Ja, das ist scheißegal. Ja. So, haben wir noch Geld, oder nicht? Das müsste passen. Naja, wirklich hammermäßig. Hinten auch noch abgedunkelt. Ja. Naja, also ich finde ihn wahnsinnig. Steht hier auch. Danke. Ja, der passt zu dir. Genau dein Auto. Ich geh mal nach hinten. Seht ihr mich wieder. Ja, wie gesagt, war ein cooler Aufenthalt. War auch wirklich nett, dass Michael uns da die Güllehalle gezeigt hat. Ich meine, die kriegt nicht jeder zu sehen, hat er auch gesagt. Soll auch nicht jeder zu Gesicht kriegen und ja, kann ich auch verstehen, um Gottes Willen. War aber cool, dass wir uns über die Autos unterhalten konnten, dass ich die in Ruhe angucken konnte, filmen durfte. Ich meine, der hat sicherlich auch was Sinnvolleres zu tun, aber ich finde es wirklich nett und ich fand es also wirklich interessant. Also ich finde, ich bin ja eigentlich nicht so der Ford-Fan, ich mag halt Ford Scorpios und Granada halt gerne und dieser goldene Scorpio. Ich fand ihn schon interessant, als er bei uns, als er inseriert war. Ich kannte den halt von aus über Kleinanzeigen und ja. Ich finde, als ich da drinnen gesessen habe, also wirklich cool, also einfach geil, muss ich wirklich sagen. Aber er will ihn nicht rausrücken, haben wir auch nochmal hinterher ohne Kamera drüber gesprochen, er will ihn behalten, ich kann es auch verstehen und mein Gott, ich brauche den sowieso nicht. Gut, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.